Vielen Dank, dass so viele Leute dahergefunden haben. Ihr habt gesehen, in einer Woche tausend Menschen, die Interesse haben an Gesundheit. Andere brauchen ein halbes Jahr lang Anlauf, damit jemand kommt. Dann wird geschaut, dass die Menschen nicht weiß, dass der Saal bezahlt ist, dass Geld verdient wird. Ich sage, wenn ich sage Gesundheit, verdient die Pharma genug Geld und bringt keine Leistung. Da muss man den Bart brechen. Wir haben gesagt, ich mache es da wohl zuerst Kongress hier drum. Dort sind 1360 Menschen. War, ich weiß, besetzt, 5800 Euro. Was sagt die im Convention Center? Sagt die Patricia, das sind 12.800. Ich sage, scheißegal, was ein Mensch lebt, wert. 12.800 Euro, 100.000 Euro, 1 Million. Die Menschen sind unbezahlbar. Merkt euch. Eure Gesundheit, euer Leben. Ich habe gesagt, damit die Menschen nicht umsonst kommen. Ich habe die 5 Bücher geschrieben. Ich könnte auch mehr Bücher schreiben, ich könnte auch noch Leute schreiben, aber die wichtigsten Bücher, dass die Menschen wissen, wie sie anfangen können, wie sie von dieser Pharma wegkommen. Aber ich sage, ich schenke auch den Menschen alle meine Bücher, 5 Bücher und ich weiß, noch eine Packung OBC ist OBC. Ich zusammenzähle die Bücher, ich weiß, 80, 90 Euro plus OBC, 100 Euro, mal Saal, 12,80 Euro, 120 Euro mal 1000 Menschen, 120.000 Euro. Aber ist in Ordnung, was macht ihr für die Kinder? Das Geld kommt von euch und ich will es für euch verwenden. Und deshalb habe ich gesagt, einer muss es machen. Ich habe gesehen, seit 10 Jahren bin ich unterwegs. Jeder kommt, Herr Franz, vielen Dank, Sie haben meinen Vater gerettet, Sie haben mein Kind gerettet. Da kommt ein Abend, nach 2 Uhr, Herr Franz, helfen Sie mir. Ich weiß, meine Mutter geht schlecht oder so. Ich bin 24 Stunden für die Menschen da. Und klar, dass ich nicht alle Leute erreiche, nicht jeder kann mich erreichen. Wir haben gesagt, auch so mit den Anträgen der Firma wird weitergeleitet. Die meisten, ich weiß, Firmenchefs oder sowas schotten sich ab. Und das ist der größte Fehler. Wenn man Chef ist, so wichtig von so einer Firma, wo überhaupt Menschen hilft, sich abzuschotten, dann fragt sich, ich möchte Robert Rand sprechen. Ja, was wollen Sie? Ich will Ihnen sprechen. Und das scheitert. Habt ihr gesehen, auch der Chef von Red Bull, Multimilliardär, hat Bauchspeicheldrüsenkrebs, ist gestorben. Erst kurz vorher haben wir erfahren, da wäre ich wäre frei gewesen, gesagt, das sind 8 Milliarden Menschen. Kann einer von euch mein Leben retten? Wenn es um Gesundheit gibt es keine Grenze, es gibt keine Scham, keine Schande, es gibt kein Arm und kein Reich. Habt ihr 10 Milliarden ist auch nichts. Da habe ich einfach gegoogelt, habe rein Quercetin, hilft bei Bauchspeicheldrüsenkrebs, in Laboren menschlicher Körper ist gekommen. Quercetin hilft bei Bauchspeicheldrüsenkrebs, er kann 1, 2, 10 Jahre länger leben. Aber, so wie ich sage, Geld ist nicht die Lösung. Darum haben wir gemerkt, Menschen, die nicht viel Geld haben, sind rezeptiver als Leute, die viel Geld haben. Die sterben einsam, die auch immer Steve Jobs haben, ja auch 10 E-Mails geschrieben. Hey Steve, ich kann direkt und sowas. Hat keine geantwortet. Wahrscheinlich ist er an der Mauer gescheitert, wo die Menschen aufbauen. Dass er, wenn man mit Menschen ist, muss man da am Telefon erreichbar sein, sowas. Darum mache ich auch das, ich kann auch nicht alle erreichen. Da kommen 10 Anrufe, da rede ich mit jemandem, hole den nächsten und dann kommen wieder 10, ich kann nicht alle durchmachen. Ich habe gesagt, am besten WhatsApp, ich habe meine Nummer, die ist in jedem Buch drin, schicke mir WhatsApp, da kann ich antworten mit WhatsApp, weil sonst der Frank, die ruft an, da kommen so viele Anrufe, ich kann die Menschen gar nicht anrufen. Aber bei WhatsApp sehe ich oder meistens bei den Worten schreibe ich, okay, was hat die Frau gehabt? Brustkrebs, das und das, weil, ah ja, das war von dem Vortrag. Ich sehe mein Telefon, wenn viele haben gesagt, da steht, ich weiß, Brustkrebs, Schmerzen in den Beinen, Brustharten und sowas, was hast du gespeichert? Das heißt, speichert die Menschen aus mit den Problemen, was sie haben, weil dann habe ich Gedächtnis und kann mir helfen. Ja. Es ist gescheit mit dem Mikroskop, mit dem Mikrofon. Ja, wollen wir nicht reinkommen, mit dieser Bestmasse so einfach reinkommen. So. Genau, was die Maske genutzt hat bei Best, nützt die heutige Medizin in Sachen Gesundheit. Für mich ist die Medizin eine kleine Luftblase. Wir sind Menschen, wir bestehen aus Fleisch und Blut. Wir brauchen auch viel Empathie für eine Heilung. Und dann kommt die Frage und sagt, euch Menschen, behandeln wir mit chemischen Mitteln, wir werden eigentlich zu saure Gurken. Und das soll eine Heilung bedeuten. Nein, wir bestehen 65% aus Wasser, Frauen sogar 66, haben mehr Wasser als Männer. Ein Kind bei der Geburt hat 95% Wasser.
sind, was das bedeutet. Und der Rest, 35%, ist Mineralien. Kann mir jemand sagen, was Medikamente in diesem Körper anstellen wollen oder können? Nämlich gar nichts. Warum? Weil diese Medikamente manchmal mit tödlichen Nebenwirkungen sind von einer Pharmaindustrie erfunden, von einem Staat genehmigt und sogar empfohlen. Ja, wie gesagt, ich glaube, die Bundesrepublik an, dass so viele Menschen sterben. Auch heute werden in Deutschland am Abend 70 Menschen tot sein mit Medikamenten. Ist da ein Probe im Fernsehen? Aus Respekt zu diesen Menschen, heute ist gestorben in Würzburg. Ich weiß, Maria Schneider, Kühnau, wer auch immer, Elisabeth Götzinger. Das seht ihr, nein, es wird ignoriert. 70, 80 Menschen sterben täglich. Wenn da auf der Autobahn was passiert, kommt die Staatsanwaltschaft, alles hin. Aber Menschenleben ist in Deutschland nichts wert. Und dann sage ich, für die Pharma zählt nicht der Mensch, für die Pharma zählt das Geld. Nur die Pharma hat vergessen, dass das Geld von uns kommt. Normal ist der Arbeitgeber mit uns human sein, um genug Geld zu geben, um zu überleben, unsere Probleme zu lösen. Und die Pharma müssen uns gesund halten, dass wir lange, schön lange arbeiten können. Was passiert? Unser Gehalt bleibt bis zum 28. Juli arbeiten wir fürs Finanzamt. Und wie viele Monate bleibt noch? August, September, Oktober, November, Dezember. Da hat jemand noch Zigaretten raucht oder trinkt, sind noch 2 Monate weg. Da bleibt euch jede Familie 3 Monate, um euer Leben in Ordnung zu bringen. Miete zu bezahlen, Autoversicherung, alles funktioniert nicht. Und dann ist jede Familie verschuldet. Und dann, wenn es einmal trinkt, ist, kommt es von dem Garten heraus. Und die Situation natürlich ist aber immer besser. In diesem Land immer mehr kommen allerlei für Menschen da, die uns sagen, was passiert. Und da habe ich gesagt, was da passiert mit unserer Regierung, dass ein paar Leute über uns entscheiden, 80 Millionen. Im letzten Stamm in Afrika, in Timbuktu, fängt auch der Häuptling den Stamm. Hey, ihr alle, wollt ihr mit mir durch die Kultur? Ja oder nein? Das wird in Deutschland nicht gemacht. So was kann es sein, Demokratie, dass ein Mensch oder ein paar Menschen über uns entscheiden? Das ist für mich keine Demokratie. Schweiz findet auch gut, da wird noch gefragt, hey, ihr im Saal, wir wollen jetzt, ich weiß, Party feiern. Wie viel ist dafür? 60%, 40% dagegen. Was passiert? Die 60%, aber bei uns wird nicht gefragt, wir zahlen egal was, ich kann euch abfahren. Steuern, wir werden überall beschissen. Zum Beispiel Renten. Was haben die meisten von euch? Arbeiten 35, 40 Jahre. Was ist da für Rente? 11, 1200 Dollar, 13 Dollar. So ist der Durchschnitt. Insgesamt wird 324 Milliarden bezahlt. Wisst ihr, was die Beamten, die Pensionäre, die Bürokraten, was sie für Renten? Große Probleme in Deutschland gibt es. Uns kostet jährlich 800 Milliarden Euro die Pensionen von den Staatsdienern. Aber wir sind im Stadt in Ahrtal, wo die Menschen noch im Schlamm, wie Schlammspringer rumbuddeln, die 80 Milliarden auszuzahlen. Aber es wird versprochen in Palau, da steht die Frau Baerbock und sagt, wir werden euch retten. Ja, wir retten die ganze Welt. Wenn die Leute durch die Insel runtergehen, werden sie Boote holen, zur nächsten Insel fahren. Da brauchst du keine Baerbock. Da wird in eigenem Land die Menschen einfach als dumm gehalten werden. So was kostet mir ja. Und wie wollen wir das ändern? Partei habe ich auch versucht. Ich habe meine eigene Partei, ich habe den Ding jetzt nicht dabei. Es waren 23 Punkte. Erstmal Gesundheit des Volkes. Da könnte der Staat mit ein paar Millionen im Jahr, jetzt sind wir 3, jetzt sind wir 12, Ding dadurch, würden wir Milliarden sparen. 340 Milliarden Euro kostet die deutsche Pharmaindustrie. 340 Milliarden. Würde aber jeder von euch, die Sonne, die euch fehlt, ich weiß, 10 Tropfen immer, 100 amerikanische Wissenschaftler gesagt, hätten wir 60% weniger Benutzung dieses Systems, Arzt und Pharma. Was hätten wir alle? 240 Milliarden. Das ist die erste Sparmaßnahme. Und darum, wenn die es nicht bezahlen, dann nehmen wir mit 6 Cent am Tag, nehme ich diese Sonne, und auch wenn ich, besuche ich den Arzt nicht, und dadurch wird das Geld bei uns bleiben, das nicht verbraucht. Es heißt Krankenhäuser, Notärzte, ja, nichts gegen Notärzte oder Notfallmedizin. Wir leben in einer schnellen Gesellschaft. Wenn es aber noch weitergeht, kommt man wieder zurück zu Pferdekarten oder Fahrrädern, wenn die Grünen noch weiter sind. Wir müssen wieder zurück in die Vergangenheit. Nur die wollen uns zurück, wie wir in die Vergangenheit, ohne die Empathie zu vergessen für die Menschen. Wenn der Habeck sagt, seit Habeck haben sie, was denkst du, hat das Volk noch Vertrauen in ihnen? Meinst du der Partei? Nein, es ist selber. Interessiert mich überhaupt nicht. Wie kann jemand so ignorant sein? Wie kann ein Mensch, der uns entscheidet, ins Finanzminister ignorant sein, und sagen, interessiert mich einfach nicht? Die sind jetzt, oder wer kriegt sich da vor Flugzeugen oder vor Fahrzeugen?
Wie soll das laufen? Wir wollen ein komplettes Kollaps machen auf diesem Planeten. Sie gehen wandern, wir sind sowieso verrückt auf der Welt. Da wird mit Kaffee angefangen, wird Säcke drum, da drüben wird einer geköpft, da wird ein Kind vergewaltigt, da drüben fliegen die Bomben. Was haben wir auf diesem Planeten gemacht? Und meine Ahnung, wie ich das ändern will, ja, von mir mit der Partei, aber im Bundestag ist schon 3 Stunden, habe ich gefragt, ja, was haben Sie vor? Sei erstmal in Deutschland, sei Demokratie, wieso kriegen die Frauen 15-30% weniger Geld? Die Frauen haben sogar Multitasking, die können viele Sachen auf einmal machen. Was man nicht kann, haben Sie schon gemacht. Meinungsfreiheit, ich hole sie mir, habe ich gesehen, seit 10 Jahren, ich kann den Mund nicht halten. Und trage auch die Konsequenzen. 1,5 Millionen Anwaltskosten, 1,2 Millionen Strafe, 10 Tage Gefängnis. Ich bin aber immer noch da, mich hat auch keiner erschossen. Was wir brauchen keine Politik. Was wir brauchen, gesunde, angstfreie Menschen, die empathisch mit gesunden Menschenverstand handeln, das ist die Menschen los. Und deshalb habe ich gesagt, okay, lass die Partei, lass alles sein. Probiert die Menschen unabhängig gesund zu machen. Ich hätte können Heilpraktiker machen. Verwerk oder Arzt aus mir geworden, ich bin auch, ich war Abitur, habe ich 1 gehabt, dann habe ich, mein Vater gesagt, du, jetzt musst du Ingenieur werden, dann habe ich gesagt, nein, ich will Motorradrennen fahren, wir rein in der Hochschule, haben Kugelschreiber weggeworfen, draufgestiegen, Flugzeug, Motorradrennen, jetzt ist halt kein Ingenieur aus mir geworden, aber ist geworden ein Mensch, was eigentlich bemerkt, dass auf diesem Planeten die menschlichen Werte langsam verschwinden und kein Respekt genommen. In Deutschland ist Leben nichts wert, für jeden Kotflug, wenn ein Unfall ist, wird prozessiert. Habe ich aber das Video geladen mit der armen Mädchen, was 16 Chemotherapien gehabt hat, wo ich gesagt habe, ich kriege Naturmittel. Habe gesagt, da ist verboten, der Arzt verbietet Naturmittel. Wenn Sie jetzt ein Kind haben, das Kind kommt in ein Krankenhaus, der vielleicht ein Schweiß hat und sagt, ich habe gelesen, das Prozent des Herz, ich will mein Kind das geben. Ich sage, Arzt, stopp, du gibst gar nichts. Ich sage, ich nehme mein Kind raus vom Krankenhaus. Nein, das Kind bleibt da, wir sind noch viel drin, du bist auf die Intensiv, da bewegst du gar nichts mehr. Warum denkt das heutzutage unsere Krankenhäuser Polizisten brauchen? Oder Security, was so dort und dran gibt, schau mal, was für Skandale in der Sanität. Da werden, ich weiß nicht, vor 10, 12 Jahren, Leichen, da steht einer auf der Toilette tot, seit Jahren verwest dort. Dann einer vergewaltigt die Frau, der nächste, was auch immer, Operationen, tut den falschen Fuß amputieren. Und wir gehen und setzen uns Gesundheit in diesen Händen. Viele Eltern sagen, okay, gib mich einfach den Pharma. Das kann ich entscheiden. Erstmal hin, schau, dass du gesund bist, dann kannst du deine Kinder helfen. Deshalb habe ich gesagt, ich will, dass die Menschen, genau ich sage Experten in jedem Bereich, aber ich sage Gesundheit, die wenigsten wissen was. Und dann habe ich die elementaren Sachen gesehen, ich bin der ungesündeste Mensch, okay, esse ich vegan oder manchmal, ich weiß vielleicht, wenn jemand mich einlädt, mache ich, aber man muss eine Richtung haben, wir sind weg von der Natur. Als Beispiel, ihr alle seid nackt geboren, oder? Warum seid ihr nicht nackt alle da? Viele Leute haben ja gefragt, sie wissen, sie Kirche, alles, sieht, was da steht. Früher waren wir um den anderen Stand auf die Toiletten, haben jeden der anderen den Arsch abgewischt, waren wir gar nicht Brüder. Jetzt ist jeder, nein, nein, wir dürfen das, was dürfen wir eigentlich? Dürfen wir überhaupt leben? Dürfen wir was sagen? Ich sehe, die Menschen verstehen mich, egal ob ich mit Akzent rede oder manchmal ein Schimpfwort sage oder nicht. Vielleicht habe ich ja bei Robert Franz seine Vorträge, kannst deine Fäkalsprache, den Wortschatz erhöhen oder was auch immer, viele stehen auf. Aber ich nenne das Kind bei Namen, so ist auch richtig. Wir sind Menschen und werden. Was mich ärgert an dem Ganzen, was soll man Gender, was sowas, jeder Respekt voneinander. Aber uns wird unsere Sprache genommen. Früher wurden die Leute eingestellt, da waren die Leute in Handstellen. Da war ein Mensch Handstellen, da war der Mund frei, sie sagt, ey, wenn ich frei bin, wenn ich rauskomme, dabei ich weiß nicht, was machen. Heutzutage, für jedes falsche Wort kommt der Anwalt, 10.000 Euro Strafe, 15.000 Euro Strafe. Wisst ihr, was ich Strafe bezahle? Eine Strafe nach Geist Robert Franz hat gesagt, MSN, Hilfe für Schmerzen, 18.000 Euro Strafe. Sie dürfen den Menschen nicht sagen, 18.000 Euro Strafe. Ja, okay, dann beim nächsten Vortrag, wenn wir noch einen Vortrag gehört, MSN, Hilfe für Schmerzen, 36.000. MSN, Hilfe für Schmerzen, 54.000. Und? Was soll das? Aber jetzt habe ich einfach so, sage ich euch so,
Chemotherapie. MSM hilft bei Schmerzen. MSM hilft bei Schmerzen. Laut Klinik St. Georg, die entzündungshemmende Eigenschaft von MSM hilft, Schmerzen bei entzündeten Gelenken, Sehnen, Gelenkpfannen, Bandscheiben und anderen Rückenproblemen sowie allgemein im Bewegungsapparat zu lindern. Und jetzt zahlt Google 18.000 Euro Strafe, die Frau bezahlt. Detektive werden bezahlt von der Pharma, von Ärzten. Jedes Wort, den ich da sage, ich würde es so machen, schreibe auf. Robert Franz macht Heilaussagen in Österreich, nicht der gefährlichste Kurfusche, was da rumläuft. Ich habe in Österreich aber Kämpfe gehabt. In Österreich braucht keiner mehr von mir. Ich war in der Ärzte, kam mit 36 Schraubenschluss, habe gesagt, was macht ihr da für diese Menschen? Bin von der Apotheke gegangen, direkt gegangen zum Chef Apotheke, war der Chef von der Apotheke gegangen, habe gesagt, wisst ihr was, ich mache kurz Werbung für Apotheke, die rausgegangen mit dem riesen Plakat. Willkommen in der Apotheke, wir verkaufen Gehirnblut und Leberversagen, die ihr versagen. Da sind die rausgekommen und gesagt, wir holen die Polizei. Ich sage, okay, ihr könnt die Polizei holen, aber dann hole ich ein Megafon, da wäre es noch lustiger. Da haben sie nichts gemacht, sind sie rumgelaufen und nach 20 Minuten war die Vorstellung beendet, das Video ist noch immer drin. Ich habe gegen Staatsanwälte 36 Prozesse gehabt, habe auch gefragt, der Richter wisst ihr, was ein B12-Spiegel ist? Nein, ein Mensch ohne B12-Spiegel kann nicht beurteilen. Manie, Schizophrenie, Halluzination. Und darum fragen wir in diesem Bundestag, diese älteren Menschen, was das sind. Ich glaube, denen fehlt auch eine gute Portion B12. Eine gute Portion Menschenverstand. Und wenn ich sehe, dass heute im Bundestag da, ich weiß, 574 Menschen sind, und eigentlich auf 350 reduziert werden kann, mit 200 Millionen sparen können, da müsste ich uns sagen, wir sollen Waschlappen nehmen und uns mit Waschlappen waschen und mit Kerzen oder mit Dingen unsere Wohnung zu heizen. Und genauso wie ich sage, kannst du das Bild einblenden jetzt, das Bild mit dem Stefans noch. Jetzt gehen wir schnell zu Corona, dass ich das auch habe, weil jetzt ist Corona vorbei, jetzt haben wir auch gehört, heute früh 17% noch weniger. Da seht ihr, was da passiert. Die Kirche hat über 1 Milliarde Leute Dinge rausgemacht. Heutzutage, was macht die Kirche? Mit seiner Kirchensteuer, da werden die Namen der Kirche, die Kirche spielt mit den Pharmakonzernen, geimpft die Stephansdom. Früher haben sie den Leuten die Inquisition, haben sie mit Wasser die Bäuche zum Platzen gebracht, Frauen wurden auf Stacheln, in Säcke verlegt und lebendig in den Fluss geworfen. Und diese Menschen impfen, jetzt rufen die Leute gleich zu der Impfung. Was sind das für Dinge, oder? Deutschland, Kirchensteuer, katholische Kirche 6,5 Milliarden kriegt sie und evangelische, glaube ich, 5,5, insgesamt 12,5 Milliarden. Das sind für mich die, die die Menschen erstmal knechten, das sind Verträge. Aber der Staat ist sozusagen der zweite kleine Bandit, der diese Kirchensteuer eintreibt. Wisst ihr, was der Staat kassiert? Einfach für sich. Zwischen 2,5 und 4,5% bedeutet, bei 12,5 Milliarden Kirchensteuer kassiert der deutsche Staat 610 Millionen. Was machen sie mit dem Geld? Kriegen wir das Geld? Nein. Es wird einfach gebraucht für Diäten, für allerlei für Sachen, um die Menschen zu knechten. Das heißt, wir leben im finsteren Mittelalter und rühmen uns, ja, wir sind im Jahr 2022. In 2022 stirbt alle 15 Minuten Kinder Malaria. Die Menschen kommen Flüchtlinge. Wir haben Afrika, jahrelang haben wir die ausgebeutet. Die haben gar kein Vertrauen mehr in uns. Der Robert Koch hat Mensch genommen zum Experimentieren für Impfungen. Hat sich einen kleinen Lager eingesperrt. Warum? Weil Menschen billiger sind als Affen. Das wird was deswegen. Heutzutage sagt mir das Robert Koch-Institut, was zu tun und zu machen lassen. Oder? Da sind wir aber ganz schön weit gekommen. Das sehen wir. Aber, so wie ich sage, hier ist das Seine. Heutzutage muss jeder, ich weiß, jeder seinen eigenen Glauben, aber solange ihr euch selber nicht habt und abhängig seid, egal in welchem Bereich,
geht das noch, es wird immer Hilfe sein. Aber sag Gesundheit, wenn du selber, deine Psyche, du dich selber nicht hast, bist du verloren. Es sind auch bei mir, egal was ich habe oder nicht habe, Antenne super kriege ich überall, auch wenn die Welt untergeht, ich habe mich, ich kann handeln. Was uns fehlt, die Fähigkeit zu handeln, ich sage Gesundheit, weil ich kann das machen. Und durch die kleinen Auftritte auf der Bühne habe ich so viele Menschen schon geholfen, logisch nachzudenken, was da passiert und nicht Leute anzumachen, Achtung, wenn sie das nicht nehmen, sie werden krank sein. Nein, jeder von euch ist ohne mich gekommen, ohne mich wird auch gehen. Vielleicht mit dem Wissen, dass nächstes Mal im Saal wieder 80-90% neue Leute sind. Wer ist das erste Mal da von euch? Das seht ihr. Jedes Mal. Die Leute, die bei Vortrag, dass sie sind unterwegs, sie machen Bungee Jumping, fahren Mountainbike, genießen die Natur, genießen der Familie und hoffen nicht in Krankenhäuser oder in Altersheime. In Deutschland und Österreich sterben 70% aller Menschen in Krankenhaus und in Altersheime. Wie kläglich ist es? Und ich zeige immer den Rentner, weil ich sage bei Vitamin B12, wir schaffen 35, 40 Jahre, quälen uns mit Schulden nach, es ist offen auf eine tolle Rente. Was passiert? Wir schaffen 40 Jahre, damit wir wie kleine Kinder im Rollator rumtorkeln, in die Hose scheißen und Gleichgewichtsstörung haben. Für das muss ich nicht 40 Jahre arbeiten. Und deshalb muss ich auch machen, da reden wir auch kein Moderator, kein, ich weiß, Markus Lanz, keine wirklich Schrobange, keine Frau zu mir einzuladen. Die können die ganzen Ärzte von Deutschland, eigentlich von der ganzen Welt, können sie hinstellen und ich, Robert Franz, der Rede und Antwort. Nach zwei Fragen ist das Spiel vorbei, das ist kein mehr. Ich habe ein Video gedreht in der Schweiz, habe gesagt, okay, bitte Norbert Brandt, komm, wir drehen ein Video. Die können einen Monat alles widerlegen, was ich gesagt habe. Sie haben mir hingegangen, drei Stühle hingestellt und gesagt, okay, Deutschland, Österreich, Schweiz, wenn da ein Arzt ist, in diesen Ländern, auf dem Wort, das kann kommen, dann sagen Robert Franz, alles was du laberst, ist eine große Scheiße, wenn was wir zu sagen haben. Genau wie bei dem Vortrag, wenn da ein Arzt ist, kann er hochkommen, er kriegt das Mikrofon, wir haben zwei Mikrofone, der kann nicht steigen und schaut zu und erst so sagen, was ich falsch sage. Wisst ihr, was manche Ärzte sagen, die hocken im Publikum nach dem Vortrag am Fürstenfeld, sagen sie, ich habe gar nicht gewusst, dass sowas geht. Das sind Automechaniker. Viele sagen, ihr könnt auch sehen bei den Kommentaren, Herr Franz, ich bin medizinische Kraft. Toll, dass Sie uns den Weg zeigen. Toll, dass Sie uns den Weg zu der Menschlichkeit zeigen und dass die Therapie, die du machst, niemals schadhaft sein können. Ich meine, pfeife auf die 340 Milliarden, die stemmen wir noch. Aber wenn 340 Milliarden bezahlt werden und so viele Menschen sterben an Medikamenten, in Deutschland fast, ich weiß, 58.000, 60.000 Menschen, weltweit 2 Millionen Menschen, für was zahlen wir eigentlich das Geld? Ist kein Zugeschluss, wenn etwas was ist, nein, ist kaputt, bitte zurück. Die Medizin hat als erste Firma geschafft, Sachen zur Verfügung zu stellen, Therapien und alles, und keine Verantwortung zu übernehmen. Wir müssen zuerst unterschreiben, passiert was? Nein, jetzt haben sie gesagt, okay, bei Corona ist der Fall, wenn was passiert und schnell Menschen gerettet werden müssten, holen wir die Pharma aus dem Schneider. Der US-Präsident hat unterschrieben, Pharma, Pfizer, wie auch immer, hat keine Schuld. Wir wählen die Schuld auf die Menschen ab. Aber jetzt haben sie geschafft, dann in Deutschland, auch von Medikamenten, die Nebenwirkungen, wenn was ist, müssen wir Menschen tragen. Und der Schlau ist es nach Corona, sind 1,27 Millionen Impfungen gemacht worden, sind 30.000 Fälle, mindestens 0,02% von COVAX, das sind Nebenwirkungen nach der Impfung. Und diese Menschen sagen uns, dass, was wir zu tun und zu lassen haben. Und da sage ich, in solchen Fällen muss der gesunde Menschenverstand walten. Und dann habe ich gesagt, dann werde ich auch jetzt den Vortrag halten, damit ihr wisst, um was es geht. Als erstes, soll ich sagen, das Wichtigste eurem Leben ist was? Sonne. Ich frage, ihr seid alle nackt, ihr seid alle angezogen, ihr seid nackt geboren. Warum seid ihr nicht nackt da? Viele werden sagen, okay, es kommt Herbst, kommt der Winter, alles in Ordnung, das ist ja. Aber die Sonne fehlt. Als Beispiel habe ich immer gesagt, eure Kinder, viele sind junge Menschen da, die haben Kleinkinder, ihr wisst, eure Kinder bekommen ein Jahr lang Vitamin D3. Da frage ich mich, wieso nur ein Jahr? Und wieso diese kleinen Kinder? Weil wir heutzutage kaum noch die Frauen schwanger werden können. Die Eltern haben nicht die Nährstoffe, damit der Körper bei der Vereinigung des Kindes, das sagt das Körper, diese Frau ist zu schwach, die Schwangerschaft ist zu anstrengend. Schwangerschaftsrecht, die Frau kann ein neues Kind kriegen. Die Kinder kriegen ein Jahr Vitamin D3. Vater und Mutter haben nichts drauf, da kommt ein Kind. Ich könnte durch einen Vitamin-Nährstoffmangel keine Krankheit. Wenn ich Frau und Mann, bevor sie Kinder kriegen, die perfekten Nährstoff haben, würden viele Behinderungen gar nicht da sein.
Es kommen Behinderungen erstmal. Es kommen Behinderungen, weil Mutter und Vater keine Nährstoffe haben. Und das kleine Kind erblickt das Licht der Welt, was sie noch Fehler machen, die ganze Medizin. Überall sind sie mit Chemie, aber bei der Geburt, nein, wir müssen warten. Die Frau hat zurück ins Becken, nein, die Natur wird es schon schaffen. Was passiert nach zwei, drei Tagen? Kommt behindert das Kind zur Welt mit Sauerstoffmangel. Das Kind ist behindert, das Leben der Eltern ist fertig. Das ist nicht im Stand, einen Schritt zu machen, das Kind rauszuholen, wieder zuzunehmen. Warum? Jedes behinderte Kind ist noch eine Frau, die Schizophrenie, Depressionen kriegt, mit Behinderung vom Kind, und das Kind ist ein Fall ein Leben lang. Das finde ich die größte Schweinerei, dass Vitamin D3 nur Säuglingen gegeben wird und nicht erwachsen. Wisst ihr warum? Wenn die Kinder kein Vitamin D3 bekommen würden, es würden Massen Säuglinge sterben. Da kommt die Kinder kaum Lebenssignal, da kriegt einer Vitamin D3. Das ist eine ganz kleine Pflanze, der Kleine kommt auf die Welt, steht so, lebe ich nicht mehr so, gib ihm Sonne. Wenn der Kleine Sonne kriegt, beginnt sie, fängt an zu atmen, sagt, Brust, was auch immer, oder muss Milchpulver nehmen. Und dann nach einem Jahr sagt, okay, genug. Dieses Kind muss auch irgendwann therapiert werden. Würde das Kind weiter als Kindergarten gehen? Ich habe die Rumänien bekommen, sogar im Kindergarten haben wir bekommen Vitamin D3, wir haben Lebertrag bekommen. Jeden Tag, einmal im Monat, einen Teelöffel Lebertrag. Ich habe mich dreimal angestellt, der hat den Mund verzogen, habe ihm das vierte Mal gesagt, an die Ohren hängt was schon bekommen, sieht, was ich noch nicht habe. Aber Lebertrag ist nicht die Lösung, weil zu viel Vitamin A ist. Würde ich bei eurem Gewicht zu viel Lebertrag nehmen, die Vitamin A würde ich mich selber vergiften. Aber nach einem Jahr sagt die Frau, okay, dieses kleine Kind muss keine Sonne mehr bekommen, was machen wir, stoppen wir. Da frage ich mich, brauchen Kinder im Kindergarten keine Sonne, sind den ganzen Tag dort drin. Brauchen Schüler den ganzen Tag in der Schule keine Sonne, die Mittagssonne ist die wichtigste, UVB-Strahlung. Brauchen Arbeitnehmer, die arbeiten den ganzen Tag unter Künstlerlicht. Brauchen genauso Sonne, das sind noch größere Bäume. Rentner brauchen noch mehr Sonne. Das sind Menschen, was ich immer sagt, wir uns gut vorstellen können. Als Kind nehmen wir Nährstoffe auf. Als Kind, wir nehmen Nährstoffe auf, der Körper baut sich ab und wir sind erwachsen. Wir sind erwachsen. Was passiert? Wenn wir alt werden, wir werden wieder zu Kindern, wir driften Nährstoffmangel, können schon nicht mehr reden, können schon nicht mehr gehen, nichts aus. Halt ja mal Spiegel, lebe ich weiter, bis irgendwann, ich weiß, das Schicksal mich holt oder natürlich das Todessterben. Da seht ihr, der Nährstoffmangel ist eigentlich das Wichtigste. Kein Arzt pocht auf Nährstoffmangel. Niemand. Kein interessiert sich. Hast du Lebenssignal in dir? Kannst du denken, was ich dir sage? Vitamin B12 Mangel führt sogar zu Schrumpfen des Gehirns. Du wirst nehmen, der Freund wird erfahren. Wieder so ein Tag dran. Kannst du Patient oder Privatpatient? Privatpatient erstmal kommen, dann bleibt schön. Die nutzt es voll aus. Da seht ihr, wie wichtig die Sonne ist. Und die ganze Welt ist von Krebs. Wir haben schon Angst, jeder dritte Deutsche gegen Krebs oder was. Aber kein Arzt misst den Vitamin D3 Spiegel. Da kann ich mal schauen, jetzt schauen wir nochmal so. Geh mal dran. Vitamin D3 Mangel Krebs. Laut Zentrum der Gesundheit, Vitamin D-Mangel erhöht Krebsgefahr. Vitamin D hat neben vielen anderen positiven Wirkungen auch einen wichtigen Einfluss auf das Immunsystem. Fehlt dem Körper Vitamin D, verliert der Körper leichter die Fähigkeit, bösartige Zellen zu erkennen und zu entsorgen als mit einem gesunden Vitamin D-Spiegel. Warum ist die Arzt kein Vitamin D? Warum unser Gesundheitsminister nicht gesagt, Menschen, wir machen uns erst die Impfung, mehr oder weniger ein paar zu retten, aber ihr müsst euer Immunsystem stärken. Ich habe 30.000 Euro Strafen bezahlt, wenn ich schaue, am 20. März 2020 war das. So war Corona, habe ich sofort Seite gemacht, ich Robert Franz, ich würde machen, würde Vitamin D3 nehmen, mein Immunsystem zu stärken, Vitamin C, Immunsystem stärken, nein, Sie dürfen nicht sagen, Vitamin D3 stärkt das Immunsystem. Die europäischen Bürokraten haben gesagt, Vitamin D3 führt zu einer guten Funktion des Immunsystems bei, weil wir die Luft rausholen. Die lernen uns, wie wir sprechen sollen, wie groß die Banane ist und wie viele Zentimeter die Gurke hat. Irgendwann muss was abschneiden, was planen, oder? Weil passt nicht an die Normen der EU. Wir werden einfach von der Herren von Bürokraten einfach durch den Kakao gezogen und keiner traut sich zu sagen, hey, da hört nicht weiter. Das sind was Vitamin D3 bedeutet. Auch zusammen Corona. Jetzt kommen sie langsam, oh, Immunsystem, ja, wir haben gefallen, das Butter von Elk, wo in Schweiz, nicht in Deutschland, Schweiz, hat eine Staffel, die gesagt, diese alten Menschen sollen 800 Einheiten Vitamin D3 bekommen, Babydosis. Da waren 27 Rentner, alle Corona gehabt, alle haben überlebt. Was bedeutet Vitamin D3? Aber in Deutschland sind keine. Weiter impfen und impfen und impfen. Ich sage 30.000 Euro Strafe,
Und jetzt kommt der große Skandal raus von der EU, Ursula von der Leyen, Haufen Spitzenkorruption durch die Pharma. Und die Studie von Pfizer, von 100 schwangeren Frauen, die haben sogar für die Experimente 100 Schwangere genommen, wahrscheinlich Kohle gegeben. Und von 100 Schwangeren haben 22 sofort das Kind verloren. Die Kinder waren leicht gedüngt, hat keiner was gesagt. Und jetzt kommt es raus, und es kommt auch gar nicht im deutschen Fernsehen, sondern ich muss im Internet googeln, was für Schweinerei mit unserem Geld gemacht wird. Das ist ja die höhere Entwicklung. In Holland bebt das Land, in Deutschland ist nichts bei den Nachrichten. Wir werden verdummt mit allerlei. Ich weiß, dass ein Kind, die in Australien von Python-Schlange gebissen worden, das wird überlebt und bis zur Lebenssächlichkeit. Die denken, Brutto-Spiele, Fußballmeisterschaft, wie ich mal sehe, was für Gesetze kommen nach der Weltmeisterschaft, was überhaupt nicht wissen, heißt es ja. Es wurde beschlossen bei der Weltmeisterschaft. Haben wir überhaupt noch was zu sagen, oder sind wir einfach immer die genehmigt hinter dem Laden? Und da ist der Mensch, die gesund sind, die haben keine Angst. Ich bin angstfrei. Ich staune gerade für was ich mache. Ich habe mal ganz 38 Prozesse, Arbeitskosten, alle Staats- und alles bezahlt. Ich bin noch immer da. Wo haben Sie mich eingesperrt? Polizeibesuchung bei mir zu Hause, habt ihr auch Video gesehen, oder? Robert Franz, Polizeibesuch. Was habe ich gemacht? Klein Video. Alle Vögel sind schon da. Alle Vögel da, oder? Auch ganz geil. 70 Hunde. Herr Franz, machen Sie auf, Polizei! Sie haben falsche Pässe. Ich habe Waffen, ich brauche keine Waffen. Ich habe 70 Hunde. Ich habe die rein. Dann brauchst du zwei LKW mit Giftdöder und damit alle sterben. Aber kommt wahrscheinlich auch noch einer aus der Ecke rum. Und Identität, ich habe Identität. Ich heiße Robert Franz. Und das ärgert mich bei Meister draußen. Wir müssen raus aus Anonymität. Es reicht eine Maske zu geben. Anonymus, wir sind stark. Wer bist du? Nein, wir sind anonym. Freiburg. Nein, ich heiße Robert Franz. Ich war Landstadt 1, bis im 6. im Kämmerer. Meine Telefonnummer ist da. Ich stehe gerade für alles, was ich mache. So müssen wir verfahren. Nicht anonym. So, Demos, wo wir waren, da kriegen wir Knüppelschläge, da kriegen wir Bergspray, steht direkt drauf, nicht für Menschen zu verwenden, nur für Raubtiere. Also die Polizei spricht, bedeutet, wir sind Raubtiere, da müssen wir auch die Raubtiere handeln, oder? Aber die vom Flughafen, die werden schön langsam im Notarzt schön weggeschnitten. Aber wir kriegen schön Pfefferspray in die Raum. Sind da Zweiklassengesellschaft? Wisst ihr, wie ich die wegkriege? Ich hole so eine Dose zur Strömung, der steht im Tisch, habe auch ein Video gemacht, der habe so gegessen. Dann haben wir kurz gesagt, wir haben einen Kanal, ich kann alles fressen. Ich mache so Dose auf und lege sie mit dem Hüter auf den Weg und gehe weg. Die kurzen Oleinen reiben sich selber die Hände und Haare ab. Das ist die beste Möglichkeit. So, jetzt war ich bei Vitamin D3. Ich habe euch gesagt, wie wichtig ist es, ihr habt jeden von euch Kleider. In Afrika haben die Menschen keine Kleider. Stellt euch vor, wenn wir da geboren sind, wir sind Mensch, Tier, Pflanze. Ich bin da geboren jetzt in Europa als Interaktion vom Wetter, Klima, territorialen Lage. Bedeutet, mein Geburtszustand müsste ich so leben, nackt leben. Was machen wir gleich nach der Geburt? Zugezogen, dunkler. Bedeutet, das Baby nach der Geburt ist es geboren an der Sonne, kriegt sogar noch Sonne von der Pharmaindustrie, um nicht zu sterben. Und dann kommt das Baby schön in Dunkeln. Das wird schon eingesperrt im Keller. Was passiert mit dieser Pflanze? Das Baby gibt Nahrung, gibt die Brust, gibt Mineral, gibt Wasser. Genau die Pflanze, ich gebe Wasser, ich gebe Mineralwasser, die Pflanze nicht dunkler. Was kommen die ersten braunen? Da ist noch, da, braune Blätter. Was passiert, wenn der braune Blätter kriegt? Manche kriegen sie früher, die Babys kriegen auch Leukämie oder so, weil kein Nährstoff da sind, da werden zu viele weiße, fressen die roten Kinder Leukämie. Aber bei euch meistens, wir bei 17, 18 Jahren, Herr Falsch, das helfen, meine Tochter ist Diabetikerin. Ohne Sonne schaltet unsere Körperfunktion ab. Was sieht aber alte, viele kommen zu mir, Franz, wissen was, Knochen habe ich gar nichts, aber wir haben fünfblutige Durchfälle. Dann gesagt, ich kann scheißen, aber ich kann mich bewegen. Das ist die Gabi, guck ich auf Klo. Das merkt ihr, bei jedem ist wie anders. Die Sonne, ohne Sonne wird abgeschaltet. Bei ersten Bewegungen gehen wir wohin zum Arzt? Wir gehen zum Arzt, kommst selbst, da kommst du zum Arzt, sagst, oh, willkommen bei uns in Medizin, was haben Sie mit Beschwerden? Ja, ich habe da ein paar Schmerzen, ein paar braune Blätter, sagt das, braune Blätter. Ich weiß, sie kommen von der Sonne, wenn ich nicht sage. Da müssen wir Therapien, man nimmt ein paar Chemikalien und die Symptome weg. Oder müssen ein wenig schnippeln. Und sagt, eigentlich muss ich den zurückschicken in den Keller. Aber bevor ich schicke, Moment, gebe ich noch wenig chemische Mittel mit. Nimmt die auch noch mit.
und verbiss dich schön in die Dunkelheit wieder, weil ich weiß, die braunen Blätter werden kommen und durch die chemischen Mittel werden sie noch beschleunigen. Was heutzutage Medikamente mit tödlichen Nebenwirkungen, das kannst du sagen, du gehst in den Keller, kommst wieder zurück. Und durch die Chemie und durch die Dunkelheit mit reinmachen, werden noch mehr Blätter. Dann tun die Knie weh, die Haut, der Psoriasis, dein Intestin, ich kann nicht atmen, mein Herz ist schwach. Was mache ich? Gehe hin und kriege die nächsten chemischen Mittel. So. Dann wird auch noch amputiert, dann wird noch geschnibbelt und geschnitten. Der Arzt müsste nur sagen, wissen Sie was? Vergessen Sie, mein lieber Mann, meine liebe Dame, gehst nie, kenne Kinder an der Sonne, du wirst niemals Kontakt mit dem Arzt haben. Alles Sonne, Nährstoffe, alles. Nein, wir werden zugepackt mit Chemie und werden in den Keller geschickt. Das ist ein Leben nur mit Leid. Da kommen andere Faktoren, bis Alter, Behinderung, Rollstuhl, alles in der Natur habt ihr gesehen. Wildschwein mit Rollstuhl habe ich gesehen. Kirsche, die im Bett liegen, habe ich auch nicht gesehen. Entweder nichts heißt mit dem Hirnmodell, kämpft an der Hirsch, schiebt an der Linie Herzinfarkt, vertreibt noch ein Hirsch und das stirbt, ganz einfach. Und was passiert ist Endstadium, weil ich erklären will, warum in Afrika so wenig Krebs ist? Die Menschen sind nach Geburt, sie leben so. Habe ich kleine, bedeutet der Körper gibt kein Signal. Ohne Signal sagt das Gehirn, okay, dieser Mann hat kein Licht, bedeutet es im Dunkeln, dieser Körper steht. Warum einmal den Bauchspannmuskel diese Faxe runter? Die Bauchspannmuskel werden runtergefahren, ich bin am Leben, ich schlafe nicht durch das Signal, ich bin der Arbeit und so, reicht das Insulin nicht, als Diabetiker, dann fahrt die Nieren runter. Auf einmal, meine Nieren werden immer schwächer. Niereninsuffizienz 1, 2, 3, du wirst schön begleitet, bis in der Rollstuhl, dann Dialyse. Hat der Viktor Wong gesagt, Arzt von München, gibt es das Buch Vitamin D3 Heilkraft? Wenn Nierenkranke, kurz bevor die Nieren versagen, wenn ich dem 10 Tage 500.000 ein, 10 Tage 50.000 Einheiten gebe, 500.000, springt die Niere an. Warum? Vom Gehirn kommt ein Signal, hey, dieser Mann will bissen, lass ihn laufen. Schon beginnt die Niere zu tropfen und ich komme weg. Hat Arzt schon sowas gesagt? Nein. Warum sagen Sie es nicht? Weil Sie wollen uns Dialysezentren, Dialyse bringt Sonne in dein Leben. Kannst vergessen, mit Sonne im Leben. Das ist für mich kein Leben, das ist eine Qual. Und jetzt das zum Krebs. Was macht die Pflanze, wenn sie weiß, ich werde sterben? Ich werde sterben, die letzte Lösung, was ist, was fehlt mir nicht? Die Pflanze ist da, irgendwo da ist ein Lichtspalt. Die Pflanze sagt, so in dem Zustand kann ich, bin am Sterben. Ich muss entatmen, muss buchen. Die Pflanze verdreht sich, buchert sich. Sachen entatmen, so wie Krebs, geht. Und zack, kommt sie bei mir. Was passiert bei mir? Entsteht dieselbe Pflanze, wächst sie wieder raus. Was hat sie nicht am Leben? Was ist, machen? Die ganzen Menschen, was Krebs haben, umso aggressiver der Krebs, umso größer ist der Vitamin D3-Mangel. Kann ich auch nicht, ich kann nicht hören beim Telefon. Bedeutet, die Afrikaner leben so, gibt rein, Statista, Krebsverteilung auf Kontinenten, Lungenkrebs, Afrika 1,2%, Europa 26,8%. Prostatakrebs, Afrika 2%, Europa 33%. Was ist der Unterschied? Essen? Weil wir essen viel besser als sie oder die vergiften uns, dann stellen wir die nächste Frage von der Ernährungsindustrie, die lassen sie auch schon schnell, aber die haben Licht, Sonnenstrahlen, wir haben keines, wir haben Kleider. Darum gehört, Kleider machen keine Leute, Kleider töten Leute. Aber wir brauchen die Kleider, wir müssen auch, wie auch immer, die Kälte überstehen, was kann ich haben? Ich kann diese Sonne innerlich nehmen, es macht keinen Unterschied. Sonne scheint auf meine Haut, Vitamin D3 körpereigenes durch Magnesium, Kalzium. Ich kann genau. Ich habe keine Sonne, ich nehme Vitamin D3 plus Magnesium, entsteht Kalzium. Und Kalzium braucht was? Mein Herz und meine Bewegungsmasse. Und dann erkläre ich euch jetzt mal schnell, warum Blutung entsteht. Die meisten Leute gehen zum Arzt, sagen, wenn der Zentrum Franz Kürzen mir helfen, was haben Sie? Herr Franz, der Arzt ist ganz gescheit, der sagt, ich habe eine essentielle Hypertonie. Essentiell bedeutet auf Lateinisch, ich habe gar keine Ahnung von Boden und Blutung, was du meinst, aber die Tabletten sind frisch für dich eingetroffen. Wie kann man jeder therapiert, wenn man nicht mal die Diagnose weiß. Betreibt immer auf essentiell Lateinisch. Da kommt jetzt die Herzschwäche, was viele von euch Herzschwäche haben, was wir machen, Herzschwäche, Defibrillator, wie Dr. Marcuse-Therapie, Herzschwäche. Was müsst ihr sagen? Sie haben Kardiomyopathie bedeutet Herzschwäche. Eine essentielle, dabei ist essentielle gesagt, da kommt auch Griechisch jetzt. Sie haben eine idiopathische, eine idiotische Kardiomyopathie. Bemerkst du, kleine Wicht, ich weiß noch immer nicht, wo dein Herz schmeißt, aber die nächsten Tabletten sind da. Digitalis ist sowas. Wisst ihr, Digitalis ist? Früher war bei jedem Herzinfarkt Strophantus, bis 1974.
Das ist die längste Strophat, das kann man nicht patentieren. Da war ein Riesenskandal, Dr. Weber, weiß was, haben sich Strophatus verbannt. 99% der Menschen haben das Leben gerettet mit Strophatus. Was passiert mit Digitalis jetzt? Der rote Fingerhut. Die Leute nehmen Digitalis, auch so ein Herzinfarkt, aber mit Nebenwirkungen. Und 50% haben wieder den nächsten Herzinfarkt. Bedeutet von 99% auf 50% und das ist Fortschritt in diesem Jahr. Wir haben direkt aufgeschaut, da bei Strophatus Nebenwirkungen. Keine Nebenwirkungen auf die Niere, einfach leichte Kopfschmerzen haben sie bei Digitalis. Wow, Nebenwirkungen bis zum Tod. Aber sowas wird, und keiner von uns weiß es überhaupt, da bin ich verpflichtet, euch zu sagen, dass ihr wisst, was ihr euch antut. Und auch euch sagen, was ich machen würde. Und da bin ich nicht mehr entschlossen. Und ich sage, Afrika und bei uns ist die Krebsrate so hoch. Wir können auch nicht ohne Kleidung rumlaufen, ich sage Vitamin D3 nehmen. Und jetzt frage ich mich, wie viel Vitamin D3 soll ich nehmen? Viele von euch haben bemerkt, wir brauchen Urlaub, Urlaub, Urlaub. Der Körper sehnt sich. Ich habe ein Mädchen gehabt, die was die Schwester gestorben ist, da im Krankenhaus, und keine Naturmittel bekommen hat. Die hat auch einen Burka gehabt, Burkaflinge, Dunkelheit. Wisst ihr, was da ist, den Burkaflinge? Ich war auch in muslimischen Moschee, haben sie mich reingelassen. Die Männer sind rausgeblieben, Robert Franz war drin, mit den Frauen, die haben die Rocke hochgehoben, da waren die Zehen beim Fuß so, was die meisten Frauen bei den Fingern haben. Von Dunkelheit ist der ganze Körper entartet. Und hier hat das Mädchen Burka gesagt, Herr Robert, ich habe die Seele springt von meinem Körper raus, da bin ich so schlecht gegangen. Und war bei vielen erst gesagt, messen Vitamin D3. Ich glaube, es einer hat gemessen, kein Arzt. Kein Arzt will Vitamin D3, probiert mal den messen. Bis auf die meisten sagen, nein, gehst du raus, gehst du nicht raus, Praxisverbot und sowas. Haben die Leute rausgekommen von der Praxis und da hat sich ein Ärztin gefunden, hat gemessen, unser Spiegel D3, wir müssen das nur sagen, genau bei Zucker Diabetes, 130 muss der Zucker sein. Manche Leute haben 140, es geht ihnen gut, geht es auf 130, geht es ihnen schlecht. Sollen sie jetzt 130 haben? Nein, sind nur Zahlen. Aber Zahlen zwischen 40 und 90 Nanogramm pro Milliliter. Da haben sie nochmal Nanomol zwischen 75 auf 225, noch komplizierter. Aber zwischen 40 und 90. Wisst ihr, was die Menschen da haben? Nicht 90, 70, ich weiß, 90, 80, 70, 60, 40, sondern auch bei 30, 20, 18. Die meisten von euch haben 18. Bei 18 sind viele Körperfunktionen schon ausgeschaltet. Die meisten haben Diabetes, die haben die Niere schwach, Herzschwach, die Wasser in die Beine. Und das Mädchen hat ich gehabt 0, minus 14 Osteoporose, hat ich gehabt minus 28. Ihre Schwester war auch Burkaflinge, die hat dann den Blutriss bekommen. Hat keiner gemessen, mit der die ganze Dingruppe. Und sie hat genommen die Sachen, der geht's gut. Und da sind wir hingegangen, da war die Krankenhaus, hat auch Chemotherapie. Weil ich sage auch, mit diesen Chemotherapie oder Krebs. Ihr kriegt eine Behandlung. Ich habe nicht Krebs, aber es sind Tumorzellen, die wuchern. Meine Meinung ist, warum wuchern diese Tumorzellen? Habe ich Gift, aber ich weiß das. Nein. Durch Lichtmangel weiß der Körper nicht, wie sieht die Leber aus? Wie sieht die Bauchspeicheldrüse? Wie sieht die Schilddrüse aus? Weiß nicht. Das sagt die Zelle, okay. Wir sehen, wir gehen so lange, wir sehen, wo kommt und sagt, stopp. Was machst du da? Geh wieder zurück. Und dann sage ich, wie Vitamin D3 wuchert der Körper. Und durch dieses Vitamin D3, wenn der Körper das sieht, kriegt der Körper wieder seine originale Form. Aber in dem Moment, wo sie hingegangen sind, sagt der Franz, sie ging auf Vollmacht, sie können unsere Schwester kümmern, sagt, nein, ich kann nicht im Krankenhaus gehen, sowas. Was das dort passiert, mit dem ich dort hingehe. Und haben sie dazu gebracht, dass sie durch die Magensonde, dieses Mädchen war schon, hat nochmal 8 Chemotherapien, 1,5 Jahre nichts gemacht, ihr Signal wurde nicht geändert, nochmal 8 Chemotherapien bei der letzten aplastischen Schock, alles versagt hingelegt, Sauerstoffschlauch, das Herz komplett, durch Dicta, alles, kein Stuhlgang, gar nichts. Die haben nur die paar Naturmittel reingeschüttet in die Sonde, das Mädchen hat Stuhlgang gehabt, hat angefangen, alleine zu atmen, am Schlauch raus, hat Farbe ins Gesicht bekommen, wo sie schon halb tot war. Und was hat sie bekommen? Klar, weil sie selber atmet, seit monatelang sind die Keime da, dass die Keime einatmen. Wie sie das gesehen haben, die erste und einzige keine Naturmittel mehr, haben sie auf die Intensiv und haben sie dort sterben lassen. Die haben das Bild gehabt, ihr könnt auch mein Video sehen, die ist gestorben, ist von Maske auf dem Gesicht, die Augen waren verdeckt, in Wasser reingetroffen in die Augen, Vater, die Hand, ja, unwürdig, ist und geht nicht mehr. Kurz bevor sie gestorben ist, sagt der Arzt, so, jetzt können Sie ihr Naturmittel geben. Wo sind wir eigentlich gerade? Wenn ich dort gewesen wäre, der Arzt, wow, hätte mal ein Naturmittel gegeben. Aber die Richtung, das garantiert. Und das ist auch die deutsche Antwort.
So, ich sage mit der Vitamin D3, es macht keinen Unterschied, was für Vitamin D3, ob ich jetzt Kapsel nehme oder Flüssigkeit nehme, was der Unterschied ist. Der Staat macht auch Vitamin D3, der Staat. Ich kenne das nicht historisch. Viele von euch Rentnerinnen sagt das, bevor die alte Oma mir als Patient irgendwie wegstirbt, gib ich ihr Vitamin D3, aber nicht viel. 20.000 Einheiten bedeutet, bei 7 Tagen, 7 mal 20, ich weiß nicht, aber jeden Tag 2.800 Einheiten, dann die alte Oma kann es mir kaum noch gehen, dann kriegt wieder Lebensmittel und kommt so wieder. Und eigentlich bräuchte man für jedes 10 Kilogramm, für jedes 10 Kilogramm, 1.000 Einheiten bedeutet bei 100 Kilogramm, bräuchte ich 10 Tropfen, 10.000 Vitamin D3. Habe ich jetzt 20 Kilogramm, 20 oder 2 Tropfen. Das ist die Tagesdosis. So als die Kinder kriegen bei der Geburt 800 Einheiten Vitamin D3. So ein Tropfen hat 1.000 Einheiten. In Schweden kriegen die Kinder nicht 800 Einheiten, nicht 1.000, sondern 2.000. Wisst ihr, was in Schweden ist, wenn die Menschen, wenn die Kinder erwachsen sind? 80% weniger Diabetiker als in Deutschland. Was hat diese Sonne gemacht im Kindesalter? Wenn das Kind die Sonne gehabt hat, bedeutet, aus diesem Kind wird ein kleiner Superhero, lasst alles gedeihen. Was haben die anderen Kinder? Dieses Kind hat keine Sonne, ich weiß nicht, ob der überlebt. Lasst den Körper warten gerade. Und keiner gibt den Kindern danach Vitamin D3. So dass ich, wenn ich ein Kind hätte, ich habe auch ein Kind, weitergehend Vitamin D3 nach Gewicht. Mein Sohn ist auch jetzt, ich weiß, 32 Jahre alt, das heißt auch über 20, 30 Jahre jünger als ich. Und ich würde weiter Vitamin D3 geben. So dass auch wenn mein Kind jetzt, ich weiß, 7, 8 Jahre und 30 Kilo hat, würde ihm 3 Tropfen Vitamin D3 geben, 3.000 Einheiten. Und das ist die Sonne, die jeder Mensch braucht. Viele Menschen sagen, Herr Franz, im Sommer nehme ich gar kein Vitamin D3, nehme im Herbst fange erst an, aber im Sommer, obwohl Sonne da ist, du wirst niemals die Sonne genießen, die eigentlich dein Vitamin D3 schützt. Von 7 bis 11 Uhr sind UVA-Strahlen, zwischen 11 und 13 Uhr die stärkste Sonne, UVB-Strahlen, die Strahlen, was Vitamin D3 erzeugt. Von 13 bis am Abend wieder UV-Strahlung, wärst du grau, aber kein Lebenssinn mehr. Und keine von euch geht Mittag raus, würde auch keinen empfehlen, weil ihr Mittag rausgeht. Unsere Haut ist sowieso seit Jahrtausenden nicht leider, kann die Sonne nicht aus. Es sind Sonnenbrand, Sonnenbrand irgendwann, bis vielleicht Haut, ich weiß, Entartung, Melanom von der Sonne. Das, ich würde nehmen auf jeden Tag für jedes 10 Kilogramm einen Tropfen 1.000 Einheiten. Ich habe 9900 Kilo, ich nehme 10 Tropfen täglich. So habt ihr euch gemerkt, jedes 10 Kilo ein Tropfen, 1.000 Einheiten. So das Ganze, wenn eine 60 Kilo hat, nehme ich 6.000, 6 Tropfen. Was sagt die Medizin? Die Erwachsenen sollen 800 Einheiten nehmen, wenn überhaupt. Ihr habt gesehen, die alten Menschen im Altersheim haben bekommen 800 Einheiten, haben Corona überlebt, oder? Aber Immunsystem nützt nichts, Vitamin D3 nützt nichts, Selen nützt nichts, Vitamin C nützt nichts, Quercetin nützt auch nichts gegen Viren. Sondern Hund ist auch nichts. Es nutzt gar nichts, es nutzt nur die Sachen, die die Pharma stellt. Und wenn ich da meinst, durch Medien, durch allerlei Dinge, die sehen hier, da werden Leute Prozesse geführt, werden den Mund verboten. Viele, wer macht das so wie ich? Nach dem ersten Prozess habe ich, glaube ich, 30.000, 40.000 Euro Strafe. Nach dem ersten hast du die Schnauze voll. Ich habe die ganzen Bücher, habe ich in Prozesse investiert, was ich hier gekauft habe, habe ich investiert, fast 2 oder 3 Millionen. Ich bin noch immer da, ein Mensch aufhört, was andere nicht gemacht haben. Und ich habe Angst gemacht. Aber nicht mehr weiter. So, das Vitamin D3 ist für mich das Wichtigste. Ohne Vitamin D3 könnte ich gar nicht leben. Und auch wenn ich ohne Vitamin D3 anfange, nehme allerlei für tolle Sachen. Vitamin B12 und Vitamin A für die Augen und Vitamin B2 hochkonzentriert auch für die Augen oder Vitamin B1 für die Nerven. Es kommt nicht an, weil das, was im Körper reinkommt, erstmal wird analysiert. Braucht dieser Mensch die Vitamine? Ja oder nein? Wenn ein Mensch lebt, braucht er. Bestimmt keine Knorpelbildung, so steht er nicht mehr auf, kann sich gar nicht mehr bewegen. Der wird sagen, dieser Mann schläft, braucht die Vitamin C nicht, schön in die Toilette. Und darum haben wir auch keinen Erfolg gehabt. Jeder, der anbietet allerlei für Sachen, Noni Maki Kaki, jeder verkauft. Oh, Aloe Vera ist gut verkauft, als Geld verdient. Da habe ich keinen Bock darauf. Graviola, war doch vor Jahren. Graviola gegen Krebs. In 2 Monaten ist Graviola weg. Wo ist das Graviola? Da ist gar nichts mehr drauf. Sie Menschen erfinden was und tun die Leute in den Absatz. Darum sagt, ohne Grundfundament, ohne Vitamin D3 funktioniert der Körper nicht. Wenn ich D3 habe, dann kann ich anfangen. Ich sage, mit Vitamin D3 hole ich jeden, ist gleich im Schatten. Du kriegst Vitamin D3 so, dadurch bist du draußen, bist du in der Sonne. Egal, ob da Winter ist, Schnee und alles, mit meinen D3 lächeln auf die Lippen, die anderen Menschen sind alle depressiv.
Vitamin D3 meist vor allem Müdigkeit, Abgeschlagenheit, hoher Schlafbedarf, Depression. Die Psyche, was passiert im Frühjahr? Erste Sonnenstrahlenentwicklung geht hoch. Ich weiß, Herz und Valentinstag, weißt du, was für Dinge die Menschen, ich weiß, Freude und sowas. Auch bei Depressionen, als erste Mittel bei Depressionen, was wird gemacht? Keine misst Vitamin D3-Spiegel, keine schaut die Psyche von den Menschen an, sondern Antidepressiva. Wisst ihr bei Antidepressiva, was die Gewinne haben? 1 zu 600.000 pro Tag, wo die Leute von der Brücke springen. Bedeutet, jeder von euch gibt 1 Euro und jeder von euch zahlt 600.000 zurück. Das ist der Gewinn der Pharma. Und da ist unser Geld. Die Pharma verschlingt unser Geld. Und was kriegen wir dafür? Ein Leben in Leid, Nebenwirkungen oder Unterdrückung der Symptome. Wenn einer von euch Erkältung hat, ich kann Mittel geben, Pharma-Mittel, die Erkältung ist weg. Aber die nächste und die nächste und die nächste Erkältung. Stärke ich dein Immunsystem, kriegst du niemals mehr Erkältung, oder? Es kann auch so funktionieren. Aber da wird kein Geld verdient. Und so viele Leute werden auch richtig dumm. Werden, du musst den Blutdruck haben, du musst den Zucker haben, ihr müsst den Cholesterinwert haben. Wisst ihr, was ein Wert Cholesterin hat? 400. Ich habe 310 Cholesterin. Kann aber jetzt messen 310. Wisst ihr, wo mein Cholesterin jetzt liegt? 160. Erstmal haben die Leute 310 Cholesterin. Wie kann man achten, was hat hin, was hat hin? Die Leute haben wir. Ja, wir sagen, Cholesterinwert kommt auf 200. 3 Millionen Leute haben angefangen, Cholesterinsäcke zu nehmen. Dann reicht es 3 Millionen, wir brauchen noch ein paar Millionen. 160 100. Wisst ihr, was 160 Cholesterin ist? Ich will sagen, die kommen, dass der Franz, ich kann Mountainbike fahren und im Bett ist auch nichts los. Sie haben 310, das sehen, was bei mir im Bett los ist, was mit Ram Carlos, oder? Cholesterin. Dann garantiere ich, dass ich 160 Cholesterin. Das meinst du, was? Ich will auch nicht sagen 180, 200, aber jeder Mensch hat andere Adern, andere Tinkler. Ich habe keine Kopfschmerzen. Da war mein Blutdruck 180 zu 110. Manchmal ist es auch normal. Aber deshalb gehe ich gleich nicht und haue mal Cholesterinsenker rein oder Blutdrucksenker. Und das Falsche, was ich mache, bei Cholesterinsenker, Adler, Vasatin, Simvasatin, Kovasatin, wie die auch immer heißen, was machen sie, lösen sie Fett auf. Wo ist am meisten Fett? Im Kopf, im Gehirn. Und was im Gehirn? Viele kleine Äderchen. Wenn so ganz kleine Äderchen an so ein Stück Fett klebt und das Fett benutzt als Halt, damit das Blut durchgang und die Ader dann schwach ist und das Fett weg ist, was passiert? Diese Ader platzt auf. Und da kommt die Frau, und Franz, meine Mutter hat einen Schlaganfall bekommen, ist eine Ader geplatzt im Kopf. Dann wird das Fett weggefressen vom Gehirn und die kleine Äderchen platzt. Deshalb nehmen wir einen Schlaganfall. Hast du Probleme, hast du einen Schlaganfall, gehst du zum Arzt? Ja, ich gebe mir einen Marcumar gegen Schlaganfall, gegen Blutgrätsel, als Nebenwirkungen. Schlaganfall ab 1 zu 100, da spielen wir Lotterie. Wenn du der Einzige bist von 100, hast du die Arschkarte, oder? Also ich kann doch nicht den Schlaganfall entgegen Schlaganfall dafür, oder? So, das seht ihr, was für Therapien das sind, aber die Leute kennen kein Gegenpol. Was ich den Leuten, ich will euch den Horizont aufmachen, ihr seid gerade jetzt mehr oder weniger medikamentenabhängig, Junkies. Ich kann euch sagen, das gibt die Natur, die habt ihr früher gehabt. Ich nehme auch gar nichts. Ihr könnt jetzt eben nicht Medikamente haben, ihr könnt die Natur zu den Medikamenten die Natur nehmen. Wenn die Natur Überhand genommen hat, dann gehen die Medikamente wieder weg und bleiben Natur. Und ihr könnt nicht von einem Tag auf den anderen, das heißt, alle Medikamente im Müllkorb, bei Franz, gibt es nicht die Sache. Bei vielen ist der Körper gewohnt, hat den Gips nach 3 Monaten, was er steckt, so kleine Krüppel hat, wurde nicht benutzt. Wenn der, ich weiß, wo rangekühlt, in April, Blutpress, sagt, ich mache den Blut, sagt der Körper, na bitte, übernehmen Sie die Führung. Wenn es in April weg ist, sagt der Körper, ich muss mal hoch, du musst Blutdruck kriegen. Da passiert ein paar Sachen, oh, ich habe Angst, Herr Franz, ich will wieder die chemische Mittel dazu. Ich würde die Natur mitnehmen zu meinen Medikamenten und schauen, wenn die Natur überlebt. Ich kann ja prüfen, habt ihr das gesehen? Herzinfarktstörungen. Was wird gemacht? Herzinfarktstörungen? Ich habe Herzflimmern, Choroflimmern. Was wird gemacht? Oh, es kann sich Blutgerinnung bilden. Mal. Können wir alles sagen, warum das Herz zappelt oder flimmert? Ich kann euch sagen, warum Automotor. Wenn ein Automotor kein Benzin hat, schüttelt und zickt und ruckelt. Sobald Benzin kommt, läuft es wieder normal. Was müsst ihr dem Herz geben? Kein Benzin, sondern Nährstoff, oder? Was macht die Ärzte? Verdünnt das Blut und fährt das Herz auch noch runter. Agnus Dominus, oder? Und wenn das Herz dann noch schwächer wird, irgendwann brauche ich Strom, um das Herz am Leben zu erhalten. Und irgendwann setzt es komplett aus, da braucht ihr Fibrillator. Da gibt es auch ein tolles Buch, Nitent UC Buch PDF. Da wird gestanden, UC, die Nahrung der Herzzellen, reduziert 60% nächtliches, nächtliches Wasser lassen. 80% weniger Herzinfarktstörungen. Ja, wenn Herz Nährstoff liegt, dann wird es auch zu wenig. Kein Nährstoff, das heißt,
gleich bleib stehen. Jetzt, komm, nein, nein, jetzt wieder. Wenn die dann mit U10 ist, wenn der schon fertig macht, ist das bumm. Bumm, ganz normal. Damit steht auch bei vielen Blut, wenn es sehr schnell schlägt, pumpt so. Aber das seht ihr, statt unser Körper die Nährstoffe geben, die uns fehlt, darf sein, es gibt keine Krankheit, sondern Mangelzustände. Ich könnte auch sagen, Schwangerschaftskardiomyopathie. Es gibt keine idiopathische, das Herz hat keine Nährstoffe. Dem Herz fehlt Carnitin, dem Herz fehlt U10, dem Herz fehlt Durchblutung. Du bist neue Schweineklappe, die hält nur 7 Jahre. Ja klar, wenn sie genauso durchblutet wird wie früher, hält sie 7 Jahre. Hat sie aber die Nährstoffe, hält sie Leben lang. Aber das wird uns ganz erklärt. Bedeutet, und die Wahrheit wird uns verschwiegen. Und was wird uns gesagt? Wir kriegen einfach nur ein paar Sachen, mechanische Sachen oder Sachen, die nicht funktionieren. Und dann sage ich, wichtig ist, schau, was dem Körper fehlt. Und bevor ich den Körper, bevor ich Leistung probiere, wenn ich könnte auch 4-Bahn fahren, genau wie Autotuning, kann ich auch mal Bodytuning. Jeder sagt, was er will. Und ich sage, das will ich machen. Das ist mein Ergebnis. Das kostet gar nichts. Verwerte ich wie eine Firma, machen Körpertuning, oder? Wenn es Autos, wenn ich Auto tun kann, kann ich auch den Körper tun. Ich kann nicht sagen, was der Körper mit diesem Mittel Höchstleistung noch verbringen kann. Wenn alles in Ordnung ist. Aber wir werden einfach verarscht. So, das merkt euch, Vitamin D3 ist für mich das Wichtigste. Ohne D3 schlechte Haut, Haare fallen aus, keine Verdauung, Bauchspeicheldrüse schaltet ab, Schilddrüsenfektanz und Buchhalt fährt runter, Unterfunktion, Nierenversagen. Durch Vitamin D3 verdruckt. Darum sage ich, wenn ich Vitamin D3 nicht übertreibe, ist nämlich 10 Tage 50.000, 10 Tage 100.000, dadurch fährt der Körper hoch, das Herz schlägt, die Haare spießen, alles erschlägt. Dann lieber schön langsam, überhaupt ältere Menschen will ich ganz langsam machen, will ich mal 10 Tage 20, 10 Tage 30 Kopf nehmen und danach mein Gewicht, dann bin ich im Leben. Wenn ich da im Leben bin jetzt, die Vitamin D3, was muss ich machen? Ich bin da. Ich muss auf die Beine stehen. Viele wollen neulich sagen, Herr Franz, ja, meine Muskeln. Ja, aus was besteht deine Muskeln? Ja, ich weiß nicht, aus was ich bestehe. Ich bestehe aus Fleisch und so. Nein, wir bestehen aus Kollagen. Wisst ihr, dass wir kein Kollagen bilden können? Wir können kein Kollagen bilden. Warum? Weil unser Körper kein Vitamin C produziert. Und Vitamin C ist genauso wichtig. Das Vitamin C, alles was zählt, ist Vitamin C. Muss ich Vitamin C? Habe ich kein Vitamin C, schlecht ja auch. Zellulitis hängt ja auch, ich sage mal, wenn dich liebt, dann liebt dich mit Cremefüße, ich weiß, Zitronenmusen oder Wespenarsch, sonst hast du den falschen Ventil. So, das Vitamin C ist das Wichtigste, weil wir nicht produzieren können, müssen wir Vitamin C zu uns nehmen. Beispiel, Leute, die viel gelebt haben, Vitamin C, nicht das Küsse, das Natürliche, das Künstliche, Ascorbinsäure. Else hole ich 107 Jahre. Die schwimmen im Vogardasee 107 Jahre, jeden Tag kleine Löffelchen Vitamin C. Senkel 97 Jahre, Vitamin C erfunden. Dann in Amerika Wissenschaftler 95 Jahre. Linus Pauling, der war ein Vitamin C-Papst, hat jeden Tag nicht 600 Milligramm genommen, 10 Gramm Vitamin C. Wenn ich die nehme, habe ich sofort die Scheiße rein. Wahrscheinlich den ganzen Tag auf die Toilette habe ich einen Nobelpreis bekommen, oder? 10 Gramm. Aber heutzutage kann ich Vitamin C 600 oder 100 Milligramm nehmen und durch den Traum, ich habe gesagt, dass die Körper so verbreiten, als wenn ich 10.000, ist heutzutage ein Zauber. Ich kann damit das, was überall im Körper ist, verbreitet und überall damit entsorgen. So, wir haben kein Vitamin C und jeder sagt, nehmen Sie Vitamin C, ja, ich esse eine Zitrone. Was willst du mit 80 Milligramm in deinem Körper von 60, 70 Kilo, wenn ein kleiner Hund mit 10, 20 Kilo 5.000 Milligramm hat am Tag und eine Ziege 15.000? Dann nützen 80 Milligramm bestimmt gar nichts. Und das Schlimme ist nicht die äußerliche Kindung, aber da beginnt das innerlich. Meine Arterien sind aus Vitamin C, aus Kollagen. Sobald ich Vitamin C-Mangel habe, reißen die Arterien auf. Wo am Herzen? Im Herzbereich. Das Herz am Tag 200.000 Mal, als wir auf den Gartenschau springen, wird meine Stehrisse. Der Körper ist nicht schnell und sagt, pass auf, Leber, ich habe bemerkt, dein Herztransgefäß entsteht der Riss, der Platz ist der Mann tot, produziert ein Reparaturmörtel, Lipoprotein A. Da wird Mörtel hingefragt, wird hier alles zugeschmiert. Sagt er, ist zugeschmiert, was passiert? Auf einmal sagt er, sie haben Ablagerungen. Wir brauchen Cholesterinsenker. Du weißt, was der Arzt sagen muss? Wir müssen die Ader gesund machen, nicht die Ablagerung weg. Wenn das Fett weg ist mit Cholesterinsenker, das Gehirn dann nächsten Tag Signal geben, schmier wieder zu. So geht es am Ende bis an den Cholesterinsenker. Habe ich aber Vitamin C, wird Vitamin C eingebaut und dadurch sagt das Gehirn, okay, Ader ist in Ordnung. Von selber wird sich sauber machen. Ich kann auch beschleunigen, ich kann Vitamin K2.
Vitamin K2 findet Kalkablagerungen, also sagt man zunächst mal schauen, Vitamin K2 verhindert Kalkablagerungen. Rosan, eine hohe K2-Aufnahme, ungefähr 45 Mikrogramm pro Tag, konnte das Risiko einer Gefäßverkalkung um 20% im Vergleich zu den Frauen, die deutlich weniger Vitamin K2 zu sich nahmen, verringern. So, kann er erst an den K2? Bei Kalkablagerungen? Hat nicht gesagt. Hast du wohl was gefragt? Ja, bei Vitamin K2 geht es ganz los. Die Wissenschaftler stellen fest, dass rund 60% der Frauen Kalkablagerungen in den Herzkranzgefäßen hatten. Eine hohe K2-Aufnahme von ungefähr 45 Mikrogramm pro Tag konnte das Risiko um eine Gefäßverkalkung 20% im Vergleich zu den Frauen, die deutlich weniger Vitamin K2 zu sich nahmen. So, das Vitamin K2 hat das Kalkablagerungen reduziert. Vitamin K2 muss ich sowieso immer zu D3 nehmen. Warum? Vitamin D3 plus Magnesium entsteht Kalzium. Kalzium braucht Herz, Kalzium braucht die Hände. Aber dieses Kalzium kommt auch in die Knochen rein. Ohne Vitamin K2 nimmt die Knochen kein Kalzium auf. Was gegen Menschen, die Osteoporose haben, habt ihr von K2 gehört? Von keinem Arzt. Kalzium, Kalzium, Kalzium und Osteoporose-Spritze. Wo ist das K2? Kommt der 3 nicht wieder und kommt Kalzium nicht mit den Knochen. Sagt der Knochen, hast du K2 dabei, der dich darüber bleibt? Nein, ab in die Toilette. Nierenverkalkung, auch K2. Von mir Karotthalle zu, auch K2. Wenn ihr mit dieser Flasche zum Arzt geht, hab schon gehabt ein paar Menschen, ja, Gott, warum betrachtet sein Vortrag mit Vitamin K2? Sagt das war eine neue Modeerscheinung. Ich bin auch Modensammler, oder? Robert Franz erfindet Modeerscheinung. Ganz groß steht, Vitamin K2 verhindert Osteoporose, aber ist eine Modeerscheinung. Wie perfekt kann man auch sagen, dass Leute sowas erzählen? Aber ist das so, das sind die Zeiten. Wir leben nicht im Mittelalter, wir sind aufgeklärte Menschen, haben das Leben in der Hand, aber wenn ich sage, Gesundheit, du weißt, wer verarscht. So, das Vitamin K2, wie viel nehmen wir zu Vitamin D3, wie viel Tropfen D3 mit K2 nehmen. Wichtig für K2 ist für die Kinder, kein Kind kriegt im Kindesalter K2. Nebenwirkungen, was passiert? Zahnspangen, alle Kinder haben Zahnspangen, die sehen, der Kiefer wächst nicht mit durch K2. K2 ist für Kiefer, entwickelt den Kiefer bei den Kindern. Entwickelt das Skelett, entwickelt das Becken. Die ganzen Mädchen heutzutage ein ganz kleines Becken. Bei Kindern gibt es ein Problem, oder? Und da wollen sie auch noch warten, das zweite Problem. Das merkt man, Vitamin K2 auch zunehmend zu Vitamin 3 überhaupt Kinder, die wachsen bis zum 18. Lebensjahr. Die Vitamin K2 kommt keine Zahnspange, der Kiefer entwickelt sich richtig. Die Kinder kriegen auch so große Fresse wie der Robert Franz Maul, den Mund auf. Ganz tolle Nebenwirkungen hat das Vitamin K2. Weil ich gesagt habe, Vitamin C, weil es nicht produziert, muss ich aufhören. Entscheide selber, was für Vitamin C. Heutzutage gehört, oh, Herr Franz, ich will das Natürliche, nicht das Künstliche. Da gibt es ja ein Beispiel, viele Menschen nehmen Medikamente und dann kommen zu mir, die sind voll, 10, 15 Medikamente. Herr Franz, ist das Bio? Guck mal her, du kleine chemische Müllhalde. Guck mal her, was hast du genommen? Chemie, du bist Bio, ja, das ist Bio. Ja, und Herr Franz, Mittag, mir quillt das Gewissen. Ich hätte gerne ein Bio-Hütchen. Wir sind voll mit Tabletten, mit Chemie, aber wollen Bio-Hütchen essen. Wie pervers können wir noch sein, oder? Ich verdiene kein Bio-Hütchen. Erstmal Bio sein, bevor man Bio aufnimmt, oder? Aber da geht's, da kann ich Tabletten, das ist Chemie. Bio-Hütchen muss sein. Vitamin C würde ich 600.000 Milligramm nehmen. Durch OPC habe ich den Ding, dass Vitamin C schön verbreitet wird, da muss ich maximalen Dosen nehmen. Viele sagen, Vitamin C ist gefährlich, Körper braucht Vitamin C. Was du machen kannst, wenn du zu viel Vitamin C nimmst, wird dein Stuhlgang weicher. Probieren manche, wenn sie, ich weiß, verstopft sind mit Magnesium und sowas, aber kein Magnesium, wir haben überdosiert, dünner Stuhlgang, Vitamin C überdosiert, dünner Stuhlgang. So dass mit Vitamin C könnte ich mal Stuhlgang anstellen, muss aber nicht sein. So dass Vitamin C können wir nicht produzieren, die Vitamin C, die Vitamin D3 bin ich aus der Dunkelheit raus, da stehe ich da. Die Vitamin C haben die starken Körper, sind bei mir. Welche Körper? Ich mache mal einen Sport ganz. Okay, ich habe vielleicht ein wenig Bauchfett, aber sonst, ihr seht da, kein Gramm Fett, gar nichts. Knochen, alles. Und ich habe 100 Kilo, 700 Kilo, Klitschko hat 110 Kilo. Riesen, so was ich. Und jetzt sage ich Sport und sowas. Was der Fehler ist auch bei Sport. Ich habe keinen D3, der geht Punkt, die Muskeln, boah,
Arme, Muskeln. Und jetzt ging jetzt an diese Maschine, die Bauchmuskel ab. Viel Spaß beim Bodybuilding, oder? Ständig kommt das Signal, diese Maschine, die Bauchmuskel ab. Nichts da, wieder tun, wieder tun. Das ist ein Kampf, ich weiß, ohne Wirkung. Das heißt, ohne Vitamin D3 passiert gar nichts im Körper. So, Vitamin C habe ich ja 600 bis 1000 entscheidend selber. Es gibt Vitamin C säurearm, es gibt Ascorbinsäure, es gibt Acerola, TNT, 300 Milligramm, muss ich auch mehr nehmen. Vitamin C ist wichtig, so ein Baustein, nicht für äußerlich, sondern innerlich für die Arterien. Ohne Vitamin C habt ihr immer Probleme mit der Arterien. Und Vitamin C, so wie ich sage, Immunsystem stärkt nicht das Trick zu guten Funktionieren des Immunsystems bei. Also ich will nach der europäischen Norm nicht, dass ich auch was gut, was ich habe, nicht mal überlegen. Okay. Jetzt haben wir gehabt Vitamin D3, K2, Vitamin C. Und jetzt heißt es, durch Blut und Magen, ich muss auch denken, ich muss mich bewegen. Vitamin B12. Wisst ihr, wie viele Leute Vitamin B12 haben in Deutschland? 80%. 80% Leute haben Vitamin B12. Erste Anzeichen, mir kribbeln die Hände, mir kribbeln die Füße, oh, ich bin schwierig, ich kann nicht denken, zucken, zittern, vibrierte Muskeln. Das ist der Mensch, das ist kein Weibchen, so Vitamin B12. Stehst du, tut mir leid, wie soll ich den Frauen sich bei der Ampel und sowas, meine steige ich aus, kann ich sagen, nimmst du Vitamin B12 oder ich schicke dir Vitamin B12. Aber Vitamin B12 ist auch eine Denkweise. Wenn kein Vitamin B12 was, kannst du nicht denken. Die Mutter erkennt die Tochter nicht mehr im Krankenhaus. Meine Mutter, Alzheimer, Demenz. Vitamin B12 ist eine Stunde Schimpf des Gehirns. Das Gehirn ohne Vitamin B12. Auch bei den Vorträgen, wenn ich ganz schnell rede, sagt sie, Herr Franz, können Sie langsamer reden? Könnt ihr vielleicht schneller denken? Wenn ich schnell sprechen würde, würde ich sagen, hey, der Typ ist ein Klingone von anderen Planeten. Ich verstehe ihn, egal wie ich spreche, ich kann nicht sprechen, egal was, und wenn ich dann die Zeit spreche. In der Schweiz ist schwierig, Vorträge zu halten. Dann, wenn ich anfange zu reden, schon der erste, wir verstehen dich langsam, okay. Wenn ich nach Hause gehe, dann klingt es nach. Die meisten Leute sagen, Franz, mit Ihnen, eine Stunde waren wir bei mir beim Tor, war auch einer so gesundheitlich und was, habe ich gesagt, was hast du ja? Wir haben die drei Stellen und so, habe eine halbe Stunde mit ihm geschossen, hat mir Franz, die halbe Stunde ist so anstrengend mit Ihnen, so anstrengend, selbst wenn du nach Hause gehst, dann kommst du nach. Oh, der Typ da, mit jedem Haar, wow, was der mir gesagt hat, ja, ich hätte es können machen, weißt du was. Sagt, ja, ich habe drei Stenzkörper von der Lebensweise. Sagt, nein, die drei Stenzkörper von deinem Vitamin C machen, Junge, weil du kein Vitamin C hast, hast du Risse bekommen, aber nicht von deiner Lebensweise, oder? Ich trinke auch einen Jack Daniels Cola oder sowas, dann fährst du an den Franz, ich trinke Jack Daniels Cola, ja, im nächsten Leben gibt es keinen Jack Daniels Cola. Weißt du, 13 Fragen haben wir auch nicht gehört, und was ist? Da, jetzt erreicht, und wenn nur gewöhnt wird, wenn was nicht gut tut, nimmt das nicht mehr. Ich kann es rauchen, ich kriege schon keine Luft, spuck schon dafür, das haben wir waschen, ich muss rauchen weiter. Das ist schon verantwortlich. Aber wenn dir etwas gut tut, sei auch trinken, rauchen. Robert Franz, Sie müssen auch Leute über Ernährung. Ja, über Ernährung, aber ohne Vitamin D3 wird die Ernährung nicht durchgehend arbeiten, der Hexe nicht. Was will ich über Ernährung erzählen? So wie jeden Stein, oder? Sie manche Menschen unterwegs, die aus dem Burger rein und weiter. Aber wenn der Körper funktioniert, mehr oder weniger, ist er genauso beraten, was nur Bio ist, du weißt was, oder übertreibt. Übertreiben ist manchmal nicht gesund in vielen Sachen. Das grenzt am Wahnsinn, Fanatismus. Funktioniert an Religionen, an Sachen, Perfektionismus, Gesichtshelfen sind auch nicht gleich, oder? Meines Erachtens, das merkt euch. Aber die meisten Leute in Theorie, aber die Praxis tötet nicht. Gewöhnt euch, Praktiker zu sein. Alles, was ich sage, Franz, ich habe was gelesen, lesen kann ich auch, ich habe was erfahren, okay, jetzt können wir reden. Das, ich habe alle Sachen, habe ich erfahren. Im Leben, ich war überall. Hat mir auch die Gynäkologe mitgenommen, Schwangerschaft habe ich rein, Finger rein, 10 vor 1 gewerbt, dann sagt der Franz, die Gynäkologe, nein, ich bin auch noch mehr, muss ich ja gesagt. Ändert die Lage, oder ist der Finger, die Gynäkologe, nein, das ist das erste Kind, die gewerbt hat, dann gehe ich zum Zahnarzt, kann ich bitte die Kanalnadel haben, was bist du, sind Sie Zahntechniker? Nein, ich habe meinen Zahn verloren, das heißt, will ich, habe ich selber die Kanalnadel, dann nehme ich dir den Duronadel, werfst du mit, Herr Franz, Sie haben so viel, ja, wenn ich, ihr könnt alles machen, aber deshalb hat er wieder seine Talente, aber Sachen, wo er überlebt, dran geht, lernt sie selber zu machen. Ich kann mir von anderen auch einen Arsch abputzen lassen, aber ich selber habe mich, dass er sauber ist und spare mir die Zeit und was auch immer. Sonst merkt euch, Gesundheit ist für mich das Wichtigste, ob ich unter der Brücke wohne oder Milliardär. Ich bin in Kreisen, wo Milliardäre sind und mit denen erlebt und helfe ich genauso mit dem unter der Brücke. Oder genau wie vielen Krebskranken, was ich jedes Jahr für 570.000 Euro. Schicke ich Produkte kostenlos, oder? Passiert auch nicht so mal.
Und habe auch schon nachbezahlt, habe ich 2019 gemacht, das war, habe ich nachbezahlt 170.000 Euro, weil ich gesagt habe, den Menschen, ich schenke es. Ich muss sagen, alles, was ich von mir gibt, ist Werbung. Sobald ich Werbung sage, muss ich keine Steuern bezahlen. Wenn ich sage, schenken, habe ich nochmal 170.000 Euro nachbezahlt bei der Steuerprüfung. So, wissen Sie was, ich habe den Leuten das Herz geschenkt. Nein, in Frankreich, da müsst ihr Steuern bezahlen. In Deutschland, wenn du Herz zeigst, musst du Steuern bezahlen. Wenn du jemanden schenkst oder hinwirfst, dann hast du frei, bist du frei mit Foto. Aber ich, wenn einer von euch helfen will und ihm 10.000 Euro geben, ich kann nicht höher 10.000 Euro. Wenn ich, darf ich schon nicht mehr helfen. Man soll Menschen helfen, aber die sollen immer der Scheiße bleiben. Ja, wenn ich einen ziehe, dann ziehe ich erstmal aus der Scheiße raus und lass es dort liegen. So einfach ist das. Das merkt man. Aber ich habe auch viele, zum Beispiel bei Krebspatienten, da habe ich von meinem Lohn, das überlebt, das Monat zahlt, war 6 Familien Krebspatienten. Ich habe gesagt, okay, sie haben Krebs, okay, haben sie auch Kinder, ja, nehmen sie Kinder mit. Haben sie Kinder mitgenommen, die Familie 2 Wochen, Marbella, ich weiß, 3.000 Euro Taschengeld, Vollpension, und die Menschen haben die letzten Dinge mit der Familie erlebt und danke zu Chemo oder was auch immer. Aber der Staat ist imstande, 300.000 Euro auszugeben für scheiß Chemotherapie, aber sie ist imstande, euch mit 5.000 Euro in den Urlaub zu schicken, damit eure Familie nochmal in die Hände hält. Oder? So ein Beispiel euch. Nein, OPC nimmt die Vitamin, OPC schützt den Körper, Kollagen schützt den Körper und OPC nimmt die Vitamin C, quasi die Kollagenfaser und tut sie in der Arterie rein. Aber OPC verbreitet Vitamin C in den ganzen Körper, was eigentlich durch Durchblutungsmangel nicht überall hingeht. Und darum kann ich wenig Dosen von OPC viel Wirkung erreichen, als wenn ich den Körper sättigt mit 10 Gramm, das dauert ewig, bis irgendwann vordringt. Das muss ich, Vitamin C wird auch so aufgenommen vom Körper. Aber durch OPC habe ich Vitamin C verbreitet den Körper, damit er überall hinkommt und dadurch überall Vitamin C hinkommt, das Kollagen gebildet wird, meine Ahnung, was auch immer. Aber das seht ihr, so sieht es aus. So, das Vitamin B12 ist für mich auch sehr wichtig, warum ihr müsst Entscheidungen treffen. Für eure Familie, ich nehme einen Kredit auf, was soll ich machen? Ich mache jetzt die Scheidung von meinem Mann, ich bleibe da, ich muss eine Firma, wir machen das da, ich nehme was auch immer, mache was auf. Habe ich kein B12, lebst du in der eigenen Welt. Schizophrenie, Manie, Halluzinationen. Menschen, ältere Männer, die kein, wahrscheinlich auch Frauen, die kein B12-Mangel, wenn sie B12-Mangel haben, werden aggressiv. Habt ihr gesehen? Jetzt aber, Kalifornien, so war, 139.000 Mal im Jahr Gewalt in der Ehe, jeden dritten Tag stirbt eine Frau, wird getötet. Das sind 352 Tage mal 3. Sie bestimmt 350 Frauen, die im Jahr sterben, einfach von Mann getötet. Und dann heißt es ganz groß bei MDR, wir brauchen mehr Frauenhäuser. Wir brauchen mehr Frauenhäuser und weißt was? Und habe ich angerufen, gesagt, mein Name ist Franz, ich will was sagen. Wieso baut ihr Frauenhäuser und lässt die Frauen immer geschlagen werden? Die Anzahl wächst und therapiert nicht die Täter. Haben Sie schon gesagt, ja, ganz einfach, gibt Männer, die sagen B12. Habe ich bei mir im Land, ist die Frau gekommen, mein Mann schlägt mich, habe ich B12 geschenkt, sagt in einem Monat, Herr Franz, mein Mann schlägt mich nicht mehr. Kind, oder? Ganz einfach. So ist viele sagen, ältere Frau, ja, mein Mann sagt immer, alt ist immer mürrisch. Wie jung war, war so schön, hat Mülleimer unter die Frau, keine Sinn, alt ist, sagt er, kannst mich mal, und werd aggressiv. So als B12, Mangel führt zu Aggressionen. Deine Psyche, alles ändert sich. Und darum sage ich, für mich ist Vitamin B12 wichtigste nach den 3. Wie ich da bin auf dieser Welt, muss ich auch denken können und auch logisch handeln. Wenn ich das nicht habe, kann mich jeder Finger mit. Was ich sage da draußen, die ganzen Leute draußen, hey, wir machen alles für Leute, die nehmen uns, weil wir kein Wissen haben. Wischt den Dusch den Arsch ab, werft uns weg und sagt, legt den roten Teppich für mich aus, ihr habt Menschen geholfen. Solche Leute brauchen wir. Leute, die uns ausnutzen, unsere Schwäche, unsere Unwissen, Dinge, aber die werden sogar vom Staat gefördert. Habt ihr gesehen? Was da Maschmeier, Blair, Rentner, alles kriegen den roten Teppich. Diese Menschen haben Rentner, Millionen betrogen, die retten sie weg. Der Staat macht gar nichts. Solange wir Probleme haben, freut sich der Staat. Da ist die Masse beschäftigt, da können wir uns beschäftigen. Wenn gesunde Leute da sind, werden sie fragen, hey, was ist denn dumm los, ne? Oh, Vitamin B12, ich mache Pause. Vitamin B12 habe ich Prozess geführt. Wir haben 1000 Mikrogramm, da habe ich nur die Firma Wörber, Pharmafirma. Alle anderen, so wie Robert Franz, der Naus, Jens Müllmann, da habe ich nur 500. Sofort Abtrag, ich habe gesagt, okay, ich prozessiere. Da waren 14 Firmen, ich habe den Prozesskosten bezahlt, habe ich gewonnen. Jetzt darf jede Firma 1000 Mikrogramm.
dass der Roboter so ein kleiner Blutentransfusprozess führen, alles bezahlen, damit alle schon die Vorteile haben. Was kommt? Ich habe öfters Angriffe von Firmen, die Nahrungsergänzungsmittel machen, die greifen mich an, weil ich euch helfe. Ich habe den Roboter fast das nicht. Das nächste ist, was ich bekomme, bitte. 5-HTP. 5-HTP ist Grifonia, ist eine Pflanze. Da gibt es Studie Grifonia. 5-HTP. Moment, 5-HTP, Depressionen, so ein Sleopiskum. So rüber. 5-HTP Depressionen, wollen das an Musik jetzt können wir? Kommst du los? 5-HTP Depressionen. Will er nicht. Moment, überrascht, vorne 5-HTP. So. Jetzt nochmal auf. 5-HTP Depressionen. Warum die nicht? Ist falsch, ich habe 5-HTP. 5-HTP. HTP Depressionen. Depressionen, so. Was gibt es da sogar? 5-HTP ist die direkte Vorstufe Serotonin und wird beinahe vollständig Serotonin überwürfelt. Es hilft für den Neurotransmitteraufbau der spezifischen Substanz. Zu den Dosierungen werden bei Depressionen 500 bis 1000 Mikrogramm, dreimal täglich eingesetzt, Tagesdosis 1500 Milligramm. Das seht ihr, ein Naturmittel-Grifonia und die Pharma will Depressionen, Antidepressiva weiterverkauft. Das ist gekommen. Robert Franz, Sie dürfen kein 5-HTP mehr verkaufen, sofort. Da haben wir Studie, 20 Seiten von Anwalt. Pharma hat gesagt nein, Grifonia ist eine Pflanze, kein Pharma hat gesagt nein. Alle Sachen werden komplett verboten. Seht? Da müssen die Leute Antidepressiva nehmen, obwohl Naturmittel da ist, kommt die Pharma. Wer will die stoppen? Nur ein Mann so wie ich, ein anderer stoppt sie nicht. Da haben sie gesagt, ich habe so viele Sachen, die haben gesagt, ich angefangen, die Sachen zu machen. Da überall Robert Franz drauf. Robert Franz, Robert Franz. Der erste Prozess war, mein Gesicht muss weg, weil die Menschen mir Vertrauen haben. Mein Gesicht muss weg, oder? Aber Dr. Hill kann sagen, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und jetzt sein Sohn, mit dem Babynamen. Okay, alles klar. Dann heißt es, Sie dürfen ihn machen für Menschen. Okay, mein Kriterium. Meine ganzen Sachen waren für Säbelzahntiger, für Dinosaurier, für Weihnachtsmänner, für Osterhasen. Und die Leute haben gekauft. Sagt, hey, der Idiot, der macht sogar Karnosin für Aliens, für Weltall. Und die Leute kaufen das. Das seht ihr, was die Menschen. Karnosin auch noch für Kobold macht ist. Karnosin für Aliens, für Dicta. Und dann als geheißen, nein, Robert Franz, Sie dürfen nicht mehr. Ich darf gar nichts besser, ja? Okay. Ich habe nur wohl zeigen. Ich habe auch gemacht, Jesus Christus gab es, haben Sie gesehen? Jesus Christus gab es. Da ruft die Leute an, der Franz, kann ich zweimal gläubige Kapseln haben? Ich denke, die katholische Kirche voll. Ich sage, soll ein Kapsel kriegen zum Kindern? Gibt es Leute. Bei der katholischen Kirche die Ostern. Ewiges Leben. Ein Stück Teig, ewiges Leben. OPC-Kapsel, ewiges Leben, oder? Ich habe wohl eine Ostermaschine kaufen, in der Oste-OPC rein. Ewiges Leben, wenn die Zeit kapsel OPC ging, wow. Da ist viele sagen, Herr Franz, Sie reden so aus Ihnen, wäre ein guter Pfarrer geworden. Ich sage, wenn einer geworden wäre, wäre meine Gemeinde gesund gewesen. Das garantiere ich. Okay. Vitamin B12 ist das Einzige. Wenn ihr einmal Sodbrennen gehabt habt, könnt ihr kein Vitamin B12 aufnehmen. Warum? Durch den Sodbrennen hat sich der Aufnahme-Intrinsik-Effekt vom Magen und Dünndarm ist verloren gegangen. Deshalb spritzen oder lutschen. Ihr könnt wählen, ich habe auch Kapseln zum Schlucken, ich habe auch Lutschtabletten, Spritzen, habe ich manchmal gekauft, für Menschen geschenkt, und da gibt es noch Tropfen. Aber wenn einer weiß, die haben Sodbrennen gehabt, keine Kapseln nehmen, sondern lutschen. Die andere Kapsel kann man schlucken, die andere lutschen. Viele Fragen, Herr Franz, schlucken oder lutschen? Sag jetzt mal lutschen, dann schlucken, so geht die Reise. So ist es auch so. Genau wie bei Depressionen. Sag viele Frauen, Herr Franz, Sie haben Depressionen, was kann ich machen? So, jetzt ohne meine Mindestzahl. Sie nehmen jetzt Flugticket, das Trinktanker, ab zwischen der Arschbacke, ab in der Karibik. Nach 3 Tagen, kein Pirinia, Sonne, Palmen, hast du keine Depressionen mehr. Und am Abend kommt so ein Jamaikaner mit Rasterlocken, der hebt die Depression im Hotelzimmer raus, das wird man nicht sehen können. So heilt man Depression nicht mit einer Depression. Ich stehe mit dieser Variante, die ich gelernt habe. Und nochmal, bevor ich Pause mache, zu Vitamin B12, ihr nehmt nur 2,5% auf. Aber auch Skandal, einmal Tag für Tag,
wenn ich 1000 Mikrogramm bis 2,5 auf, sodass du kannst die überdosieren, sprich ist zwischen 200 und 900, gibt es auch einen Buchstaben B12, von klein geschrieben, da steht drin, 2000 ist ein gesundes Spiel. Viele sehen bei Kindern, ich habe B12 2000 überdosiert, ist ein tolles Spiel. Ist besser, als wenn ich da 200 habe, sodass Vitamin B12 alles, der Körper kann nicht so viel aufnehmen und wahrscheinlich muss massenweise B12 nehmen. Was sagt Vitamin B12 zu viel, verursacht Lungenkrebs und sowas. Ja, kann Krebs, weil B12 Zellen erzeugen. B12 macht rote, weiße Blutgebilde, Stammzellen, ist beteiligt, welche beteiligt an den Zellen. B12, Folsäure, B6. Habe ich zu viel B12, kann Krebs erstellen. Aber wann? Wenn ich keine 3 habe, muss man Schrott erstellen. Dann entsteht viel Schrott. Aber wenn ich die 3 habe, kann das niemals passieren. Und dann muss ich sagen, oh, Achtung, zu viel Vitamin B12 entsteht Krebs. Ja, bei falschen Vermehrung von Zellen, die falsche DNA, entsteht mehr Schrott statt weniger Schrott. Aber wenn ich die 3 habe, die Zellen wissen, so schaue ich aus, und wenn 12 sagt, es geht um Vermehrung, ist die Welt in Ordnung. So, das keine Angst, muss auch logisches, was ich an die Menschen vermisse, meinen logischen Menschenverstand. Und nicht da Angst haben und der sagt und der Wissenschaftler, was ist für mich möglich, ich probiere es, ich höre Robert Franz an, dann die Pharma, okay, Pharma habe ich schon. Kann ich vielleicht was ersetzen, vielleicht nur teilen? Vielleicht kann ich sagen, Franz, ich Medikamente ist minus 2, anders haben sie auch komplett weg. Anders haben sie auch 2 Tabletten, nämlich jetzt nur ein Viertel aufgenommen. Ihr habt immer einen Vorteil und der Vorteil ist, seid verbunden mit der Natur und seid nicht abhängig von der Pharmaindustrie. Für euch, für eure Kinder, was wir sind bei jedem Vortrag, sind junge Menschen da, 15, 16-Jährige, 95-Jährige. Es ist ein Sammelsurium von Menschen und da muss erstmal einer entstehen, dass so viel Wissen den Menschen aufmerksam, weil die Menschen Hunger haben nach diesem Wissen. Ich könnte auch Comedy machen, euch Witze erzählen, was wird genauso laufen. Will ja gute Kommentare sein, oder? Die Hohen oder was auch immer. Aber durch die paar Stunden, was ihr da seid, kriegt ihr etwas, was euch keiner auf dem Planeten gibt. Wird auch keiner geben, ich war seit Jahren, keiner hält Vorträge. Normal müssen X nachhaben, überall gibt es Trittbrett fahren. Komm, wir machen nach. Warum kommt keiner auf der Bühne? Sie werden ein paar Wissenschaftler erzählen, ja, sehen Sie diese Statistik, ja, und dann nehmen Sie das und dann werden Sie gesucht. Sie sehen, jetzt muss ich auf die Toilette, weil ich habe das vergessen. Du musst, was du bist, musst du auch wieder spiegeln, die Leute bemerken, ich mache keine Show, wie geht es nicht um Verkaufen, obwohl sie sagen, Franz, Sie können, ich weiß, Eskimos Kühlschränke verkaufen. Ich habe es gemacht, um Menschen zu helfen, weil es muss ja halt die Sachen machen, muss ja halt auch Geld haben, wo ich investiert habe. Es war auch mit dem Corona, was entschieden ist, wie das sagen, in der Impfung ist Graphenoxid. Wie ist dann gesucht? Ob jetzt ist oder nicht, weiß nicht, interessiert mich. Will ja auch nicht sagen. Obwohl, allein für sagen, das und was, aber ich gebe ein im Internet, N-Acetylcystein baut Graphenoxid ab. Habe ich Englisch angegeben, N-Acetylcystein inhibiert Graphenoxid. Was steht da? Biocompatible N-Acetylcystein reduces Graphenoxid. Dann habe ich Bioacetylcystein gemacht. Wisst ihr, was für Wirkstoff das drin ist? Ist eigentlich der Schleimlöser von ACC-Akut. Wenn ihr ACC-Akut 600 nimmt, ist das Mittel N-Acetylcystein, was reingeht in der Lunge, den Schleim fördert und den Zinkschleim verreißt. Und das war entstanden, dass Studie N-Acetylcystein auf Graphenoxid. Das seht ihr, ich rieche mich immer, was tut der Menschheit weh, wie kann ich helfen, was kann ich bei Diabetes, wie kann ich helfen, was ist bei Blutung, wie kann ich helfen. Und ob Sachen, die Mode sind, interessieren mich nicht. Ich bin kein QVC-Kanal oder Live Plus und Care-Verkauf, ein Schneeballsystem. Ich kann euer Wissen geben, ich könnte euch Sachen kaufen, wo ihr wollt, von wem ihr wollt. Ich habe kein Problem, wenn einer sagt, ich erzähle der Pflanze in Kapsel, ja, von wem kann ich hin, okay, nehme ich so viel, so viel. Ich habe niemand gesagt, kauf nur von mir, wenn ich von mir kaufe, dann bin ich da nichts dazu tun. Was mich ärgert, wenn Menschen, viele Menschen, nehmen, Herr Franz, haben wir Produkte verkauft? Ja. Und nach einem halben Jahr ist nichts mehr Robert Franz, alle Leute, wenn Masken verkauft, Desinfektionsmittel, ich habe auch Liebeskugel gefunden von Robert Franz. Wenn drei so hochschießt, Holzkugel, Liebeskugel von Robert Franz. Und das gefällt mir nicht, dass mein Name missbraucht wird für Produkte, die ich nicht mag. Genau wie Schwefel, was ist Schwefel? Es gibt den organischen Schwefel, den jeder hat, und es gibt den anorganischen Schwefel, der gelbe für die Weinfässer. Ich habe in meiner Firma an den Verkäufern Schwefel einer Kundin verkauft, wie 10 Euro auf dem Ladentisch. Da ruft sie an, der Franz, der Schwefel, das ist nicht gut, hat was Blutung bekommen. Ich rausgenommen, habe die rausgeworfen. Und dann andere Firmen verkauften Schwefel, war eine Boxe in der Steinmark, dann mein Schwefel genommen, der hat gewonnen.
dass der andere Schwefel verloren hast. Ja, Robert Franz hat den Schwefel gekauft. Nein, deshalb will ich nicht, dass Menschen, die meine Produkte kaufen, meinen Namen benutzen. Ich tue auch nicht seine Frau benutzt, damit ich BHs verkaufe, oder? Das finde ich nicht in Ordnung. Das missbraucht von jemandem. Warum? Weil bis da rauskommt, dass nicht ich war's, dann gehen viele Leute weg von uns hier. Und darum sage ich, okay, du kannst machen, was du willst, und wenn viele Leute meine Produkte verkaufen, Herr Franz, ich will sehr gut, klar, ich unterstütze dich maßwertig, aber benutze bitte nicht meinen Namen. Und darum passiert es auch, dass ich meine Produkte verkauft, überall am Bodensee raus. Nach einem Jahr war nichts mehr von mir. Und die Leute rufen an, beschweren sich, was haben sie gekauft, schick es her. Da war gar nicht mehr Robert Franz, war komplett was anderes. Aber ich will meinen Namen aus jeden Fall. Ich muss dann alles ausbauen. Ich will Menschen aufklären, nicht Fehler andere noch ausbügeln und den Leuten noch dann erzählen, warum, weshalb, wieso. Und darum habe ich auch die Produkte gemacht. Wir haben zuerst nur Vorträge, Menschen aufklären, kaufen, wer wollt. Aber viele Leute haben gekauft, Herr Franz, es funktioniert nicht, ist zu wenig dosiert, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Da haben wir auch die Flasche genommen, die Glasflasche Meron. Jetzt können wir Plastik nehmen. So ein kleines Gläschen von 70 Cent ist violett Glas, lässt nur, ist jetzt auch so violett, nur UV-Strahlen und Infrarotstrahlen. Da wird eine Tomate reingibst, nach einem Jahr, wenn kein Kleid Tomate reingibst, haben sie zugemacht, nach einem Jahr haben sie aufgenommen, hat die Tomate genauso wie vorher. Das ist Glas. Ich könnte auch Braunglas nehmen, kostet 20 Cent, und ich könnte Plastik nehmen. Ist dann gleich auf Verpackung, ich zahle nicht so viel Porto gesehen, da muss ich alles auch zumachen, weil wenn es vom Glas bricht und eine Scherbe, wie gesagt, weißt du, Robert Franz, kannst du mich machen. Aber da habe ich die Gläser genommen. Was machst du jetzt? Jetzt haben alle die Gläser genommen. Ich könnte vorstellen, und ihr seht da oben, keine Alufolie. Herr Franz, warum ist nicht versiegelt? Ganz einfach, weil ich will, dass das Linan überall ist. Ich versiegel schon Aluminium drauf. Ist die Versiegelung hier nicht? Ja, meine Produkte sind nicht versiegelt, schon seit 10 Jahren. Hat sich eine beschwert? Nein. Das Produkt geht von mir an euch. Schneller kann ich einen, ich weiß nicht, Lebensmittelmarkt, kann ich auch mal Marmelade, du gehst mal zu, der ist tot. Und das ist ja versiegelt. Versiegelt habe ich gar nicht versiegelt, aber viele fragen, okay, warum versiegeln nicht? Bis 12, dann ist die Firma, dann ist versiegelt. Ja. So, aber es nutzt keine Versiegelung, weil die Produkte gehen von mir direkt an den Kunden und dann nicht, macht keiner auf und keiner schreibt was rein und keiner tut was rein. Weil die Leute so akribische Angst haben. Warum? Weil sie Menschen die ganze Zeit betrogen wurden, aus Angst machen, haben schlechte Erfahrungen. Wir haben mich gewöhnt, wenn ich mit jedem Menschen schlechte Erfahrungen habe, dann werde ich mich der Suppe verbrannt, dann blase ich nicht den Joghurt, sondern gebe jedem Menschen die Chance, sich selber bei mir zu beweisen. Das müsst ihr auch machen. Okay, machen wir Pause. Ich tue während der Pause Fragen beantworten. Die anderen schauen mal unten runter aus, was auch immer. Dass wir die Zeit nicht zu mir wollen. Den zweiten Teil vom Vortrag stoppe ich kurz, habe ich noch zwei Sachen. Und dann kann ich nur Fragen beantworten. Nicht, dass einer sagt, ich war bei Robert Franz, habe nicht können eine Frage stellen. Okay, machen wir so. Vielen Dank.